Helikopter, Helikopter. Beste Lied dieses Jahr. Ja, ohne Scheiß, es geht richtig ab. Also, auf Arbeit gucken mich alle voll dumm an, wenn ich das rufe. Warte, die werden es in einem halben Jahr irgendwann, ja, ja, irgendwann kommt es dann auch bei ihnen rum. So. Irgendwann wird das auch bei Facebook ankommen. Dann wird das der Chef vielleicht mitkriegen. So, also ich bin noch bei 2 Minuten 35. Jetzt gibt aber das Renta. Aber weiß ich, vielleicht auch nicht. Falls ihr euch fragt, warum der Stream von Kreis so spät startet, das ist alleine seine Schuld. Ja, ja, genau. Ich habe gesagt, geh ohne mich. Stream ohne mich. Ich kommentiere, was du machst. Und Kreis hat aber, findet Comment-Videos scheiße. Und deswegen macht er das nicht. Davon abgesehen mussten wir uns noch über Carsten Stahl freuen. Ah, so. Ich weiß gar nicht, geht das jetzt? Ist gar keiner da. Funktioniert gar nicht, oder? Läuft das? Ja, kommt keiner. Hallo, ist das Ding an? Bum, bum, bum. Ja, ja. Dum, dum, dum. Ist das Ding an? Scheiß, ne? Also, echt, da Business Video. Oh, weißt du, gestern alle, wo bleibt Icarus? Und jetzt keiner da, oder was? Ey, also, ohne Schaff, für einen Podcast wäre schon Martin Semmelrogge geil. Ja, ja. Also, hallo, hier ist Martin Semmelrogge. Wollt ihr mal drei geile Typen kennenlernen? Ja, ja, genau. Weißt du, ohne Scheiß, ja, ja. Martin Semmelrogge wär's. Was kostet der für so eine Business? 790 Euro. Also falls jemand von euch... Aber du könntest absetzen noch, ne? Ja, ja, aber erstmal muss ich die haben. Also ich könnte Martin Semmelrogge fragen, ob wir das direkt im Vorfeld absetzen können. Oder Ratenzahlung. Oder sagt er, nee, kannst du mal vergessen. Ich schick dir nachher wen vorbei, der holt den Rest. Sag, du schickst ihm Schnaps. Wie in dieser Szene. Wie bei diesen Dreharbeiten im Supermarkt. Hier, was kostet das? Ich bin nur Schauspielerin. Ja, kannst du dich mal eben kassieren? Ach, schön. Nee, Martin, ohne Scheiß. Es gibt ein Hörbuch zu vielen Loofing in Las Vegas. Und das erste Kapitel ist gelesen von Martin Semmelrogge. Voll geil. Das fängt mit den Worten. Wensas, hau mich nicht, hallo. Oh, Frau Leutnant. Sie küsst unsere Füße. Ach du meine Güte. Also, kommt. Sandra, ich muss dich wirklich fragen, aber was geht bei dir manchmal ab? Ey, ohne Scheiß, Sandra. Du, ich bin seit heute Morgen irgendwie, ich habe 5 Stunden geschlafen. Ich hab heute gesehen, Sandra rumkriegen kostet bei uns nur 3 Euro, weil Gurkensalat. Was? Gurkensalat kostet 3 Euro bei der Pizzeria, wo ich heute bestellt habe. Und ich habe gehört, die mag Gurkensalat. Ja, es war schön, die Gurke durch den Zapfer ziehen. Schön am Morgen erstmal eine Gurke durch den Zapfer drücken. Da freuen sich die Leute. Ach, schön. Die Mary ist da. Guten Abend. Siehst du da so, Frau Leutnant, bitte, Mary. Da könnt ihr, nehmt euch ein Separé, ihr zwei. Ich hab einmal so der Mary, so ganz unschuldig über Insta, habe ich dir ein Reel geschickt, ne? Ich habe das Echo nicht erwartet. Ja. was die für Schweinkram zurückschickt. Ja, das ist nicht normal. Ja. Meinst du, warum ich so geworden bin? Ja. Früher, ich hab mich schon gefragt, was los war. Früher war der Kreis nämlich vollkommen unschuldiger, lieber Kerl. Ja, und da haben wir es doch. Jetzt ist er so ein altes Schwein. Weißt du, ich hatte, als ich mit diesen Insta-Reels angefangen habe, mein Algorithmus war voll mit hier Kodenani, so hübsche, flauschige. Ja, 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 genau. Hübsche, flauschige Katzen und so. Genau, weißt du? Katzenbilder. Ja, ja. Und dann irgendwann fängt, weißt du, und dann Jetzt hast du einen Russen, der sich auf den Spielplatz vor einem Reck schwingt und dabei voll scheißt. Ja, ja. Oh Mann. Ja, toll. Und, weißt du, du kriegst keinen Ärger dafür. Hör auf jetzt. So. Ja, ich kann da auch nichts für. Hier wird geladen. Hier ist eine Ladung im Gange. Ach ja, weiß auch. Da sprechen wir gleich drüber über Gurkensalat. Gerne, ich lade dich ein. Ich bringe einen mit zur Knie-Session. Schön mit Sahne-Dressing. Was, das Knie oder? Nee, den Gurkensalat. Ich mach kurz noch ein Dressing, dauert aber so 7 Minuten. Wenn du mitkommst, nur 2. Ja.
Ich geht, Leute. Jetzt hört aber auf. Das ist ja ekelhaft hier. Echt mal, was seid ihr alle für Ferkel da im Chat? Ferkel-Chat. Ja. Bei mir ist Bruder Senf und Exi, die haben die Chat-Rules gepostet, so wie sich das gehört. Die warten jetzt darauf, dass hier der gesittete Chat mit Rotwein beginnt. Ja. Ich kann's nicht mal ernsthaft. Ey, Leute, jetzt mal nur, falls jemand fragt. Wir sind nicht da. Ich war hier nicht auf dem Server und habe stundenlang Level gegrindet und Kram gebaut. Welches Level bist du? Nein, also... ich habe nicht weitergemacht seit dem letzten Mal. Nur diesen kleinen, nur den kleinen Anbau. 30! Okay. Ich habe hier präsentierst du gerade den Ostflügel? Ja, genau. Ich habe nur diesen kleinen Ostflügel hier errichtet. Ich schwör's euch, das ist, als würde der Mann sich gerade den Arm wieder mit einem Stück Gummi abbinden. Das ist... Wenn man dieses Spiel auf einen Löffel heiß machen könnte, ne, dann hätte Kreis schon ein Problem jetzt. Ja. Hätte keine Löffel mehr. So. Das und das. Ich eile. Das ist schon der 7. Icarus-Stream. Mir wurde übrigens eine Mission empfohlen, die wir dann im Anschluss vielleicht mal machen können. Die Wolfsjagd. Was? Bei dem Spiel kann man Wölfe jagen? Ja, ist irgendeine Mission, wo du halt... Also das sind dann halt auch so Special-Wölfe. Ja, ein Schmunzi-Monster, hallo! Okay. Ist dann halt ein krasser Wolf. Kinder, hier, schaut euch meinen Ostflügel an, den ich gebaut habe. Zeig ihm jetzt nicht deinen Ostflügel, du Sau. Ich habe gerade meinen Ostflügel im Internet verschickt. Ja, Hashtag Rich Kids, Bitch. Aus dem Weg, Geringverdiener! Mindestlohn ist die Wahlproblem, interessiert mich nicht. Social Media Kamikaze, da musste Joko Winterscheid irgendwie so viel Euro. Alter, hast du dieses... Ein Glück, dass ich mit dem Scheiß nichts zu tun habe, das musste der posten. Hast du Dings gesehen, Alter? Diese, was der Kerl machen musste hier mit dem riesigen Haschkeks? Nee. Das war jetzt irgendwie beim neuen Duell um die Welt, er hat halt... Ach, wie hieß der nochmal? Ist irgendein Musiker, glaube ich, gewesen. Oder Moderator, Musiker? Ich kenne mich da nicht so aus, ich schaue nicht so auf Fernsehen, aber ich habe es bei YouTube gesehen. Und da hat er ihn, als Quest musste er dann, das Team durfte mitmachen, quasi. Die Quest war, er hat ihn dann nach Amsterdam geschickt und da lag halt einfach ein riesengroßer Haschkeks auf dem Tisch und er hatte irgendwie 36 Stunden oder was, oder so Zeit hatten sie, den zu essen, so. Und wie groß war der denn? Riesengroß. Also wirklich, da waren quasi als Schoko. Als so ein Vergleichsmaß. Als Schokosplitter waren quasi ganze Schokoladentafeln drin. So. Wow, geil. ganz schnell kurz: Pudding und Fabian K. Hallöchen. So. An die anderen beiden habe ich schon begrüßt. Oh, Fifado ist wieder da. Lord Voldemort-Typ. Der Lord Voldemort-Typ. Der Lord Voldemort-Typ. Ich höre gerade wegen dem, weißt du, so beeinflussbar, weißt du, man sollte meinen, wir sind die Influencer, weißt du, aber wegen dem höre ich gerade schon wieder Harry Potter. Ja, es ist. Ja, das erste Buch schon wieder durch, weißt du, hier, Hörbinschen, weißt du? Hörbinschen. Ja. Binschen. Nee, ich glaube, das ist was anderes. Binschen. Oder? Hier, warte, ich schick dir einen Screenshot. Speichern. Bei WhatsApp schicke ich dir einen Screenshot. Da siehst du daneben das Besteck und so, da siehst du dann ungefähr die Größe dieses Kekses. Ich prüfe. Alter! Ja! Wow! Und Frank Thonmann, der war fertig mit der Welt. Der sagt, boah. Inkubi ist da, grüß dich. Alter, aber das ist ja Mann. Der Mann Keks. Geile Challenge.
Das ist schon, ja, das ist auch, eigentlich ist das ja so ein Selbstläufer. Ich meine, ab einem gewissen also, Pegel hast du Fresskick, ne? Das Schlimme war, es gab ja dann noch so Ereigniskarten. Ja. Bin ich gerade irgendwie in einem Wetter reingerutscht oder so? Nee, eigentlich nicht. Warum? Also nee, ich habe ein bisschen Schaden und, so am Rand. Achtung, hier Spoiler-Alarm. Ich weiß nicht, ob das noch jemand gucken will, aber eine Challenge, da hat er, weil dann alle so Hunger gekriegt haben langsam, ne? Und die hatten halt nur diesen Keks. Und dann hat ein Typ ein großes Stück Pizza in so einen Glaskasten reingebracht. Mit so einem Ventilator hinten noch dran. Und die Aufgabe war dann so von wegen, wenn einer dieses Stück Pizza anrührt, ist die Aufgabe verloren. Wow. So, ne, so, und er so, ey Leute, wow, bitte, ne, geht nicht an die Pizza und so. Ja, ja. Sag mal nicht jetzt Kacke so. So gucke ich, also ich konsumiere ja so an sich kein Fernsehen, aber in so... Ich hab's nicht gesehen, dass der Satz so endet. Aber so, wenn das so auf YouTube so als einzelner Clip kann, gucke ich gerne so Duell um die Welt Kram, weil da immer eigentlich lustiges Zeug passiert. So. Auch wenn es dann halt irgendwie, ne, gibt natürlich Leute, die analysieren dann immer und oh, da war doch irgendwie eine Hand im Bild und so. Ne? Natürlich lassen die niemanden, der noch nie Heißluftballon gefahren ist, nicht alleine in einem Heißluftballon quer über Österreich oder so fliegen. Es ist, da gibt es 1000 Gesetze gegen, die das verbieten. Da war halt, ja, ne? Das ist alles nur Fake, es ist doch klar. Oder so, zumindest in einem gesicherten Rahmen. Genau, es ist Entertainment-zweckmäßig, ne? So, dass da jemand für einen Notfall drin sitzt und halt sich irgendwie als Gasflasche verkleidet hat, damit man ihn in ein paar Kamerawinkeln nicht sieht, ist doch ganz logisch. Ja, aber wie sich Leute darüber dann aufregen. Aber sie haben es ja selber geguckt, also dieses, warum guckt ihr die Scheiße, ne? Das ist doch Fake. Helikopter. Ja, aber um herauszufinden, dass es Fake ist, musst du die Scheiße ja auch gesehen haben. Also warum gibst du dich selbst gerade der Lächerlichkeit preis? Ja, ja, eben. So. Mahlzeit Sven. Selbst mit... Horst Kevin, hallo. Oh, Horst Kevin, geil. Selbst mit Sicherung in so einem... Also ganz ehrlich, der ist bestimmt gesichert da auf dem Heißluftballon. Ja und? Selbst wenn ich dran genagelt wäre, würde ich nicht da oben hocken wollen. Seid ihr bescheuert oder was? Ja. Nee. Da fällt man runter. Das will ich nicht. Nee. Ne? Oder hier, wo er in der Felswand halt. Servus, Lebrastwurst. Mit seinem Zeltchen da. Ich glaube, er die Nacht da verbracht hat oder nicht verbrannt hat. Nee, der doch, hat er da nicht dann geheult und wurde wieder hochgezogen? Ja, aber selbst wenn er da die Nacht verbracht hätte, er hätte ja trotzdem erstmal für die Szene erstmal da reinkrabbeln müssen. Ja. So, ja. Und ich glaube, dass die immer hier über den Schimmelpilz im Schritt ihre Bücher geschrieben hat, da, ich glaube nicht, dass die gefaked hat, dass ihr der Rücken gepierst wurde und sie von der Brücke gesprungen ist. Das sah schon ziemlich echt aus, wie sie da gebaumelt ist. Pudding auch so. Ich habe das Video auch gesehen und das war eigentlich Steffen! Unmöglich, den ganzen Tag zu essen. Viel zu übertrieben. Da kann man auch gleich 5 Bonköpfe rauchen. Ja. Aber die hätten nicht gereicht für das. Nee, weil in konsumierter Form, also gegessen vor allen Dingen, in der Form wirkt es ja meistens dann noch und vor allen Dingen auch noch psychoaktiver, als es das eigentlich beim Verbrennen sehr, sehr viel verloren geht. Habe ich mal gehört. Also du. Steffen, 5 Euro, Moin Meister, 5er für den Weihnachtsbraten. Geil, Steffen, dankeschön. Den werde ich auch nicht reinschieben in den Braten. Richtig nice, dankeschön. Also der hat unseren Podcast gehört und dabei Harry Potter und der Stein des Weisen gelesen. Das geht doch gar nicht. Ja, also das ist schon... Wir haben jetzt hier oben übrigens Platz, ne? Ja. Wollen wir das mal ändern? Kumpelblase. Was war das denn? Ah, hier ist eine Hyäne reingekommen. Die ist einfach hier rein. Lass mich in Ruhe. Blöde Kacke-Hyäne. Die kam einfach rein durch das Lederding da. Frechheit. Kann sie nicht looten doch jetzt, okay. Was ist das? Einfach reingeschwungen. Wie macht man eigentlich Epoxidharz? Das ist leicht. Das ist hier am Stößel. Ach, mit gemahlenen Knochen. Irgendwie so, ne? Oxygen low. Nee, doch nicht. Ich hab das doch nicht. Mein Oxygen. Ja, okay. Wir haben ja da vorne das Gerät. Ja, ja. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Duster. Ich hab auch nichts zu essen, aber
Also, du sag mal, brauchtest du nicht Gammelfleisch? Wo ist deine Gammelfleischkiste hier, ne? Das ist meine Gammelkiste. Warte, stack mal zwei aufeinander kurz, dann packe ich dir da ein paar rein. Oh, nice, cool. Dann kann ich mir das auch noch so nehmen und dann nehme ich die raus. Geil, kann ich mir schön Giftpaste hier mischen. Lalalala, Giftpaste maximal. Oh, ich brauche mehr Schwefel, sehe ich gerade. Haben wir noch konsumierbares Fleisch gerade zufällig irgendwo da? Nee, ne? Doch hier. Ja, ganze Keks voller Haschmal müssen da mindestens 20 Gramm oder so drin gewesen sein. Boah, ich würde da vielleicht sogar ein bisschen mehr tippen. Also wenn das, also bei der Größe des Kekses. Ja, ich weiß halt nicht, wie die das bemessen haben. Ist man ja auch nicht geizig, ne? Ja. So, das ist ja ein gastfreundliches Land. So. Da ist wieder das Zebra! Es will zu mir! Stirb, Zebra! Alle hassen dich! Oh Gott! Stirb! Ich höre nur stirb, Zebra, und so ein trauriges Wiehern, Alter. Und jetzt höre ich so ein schmatzendes Geräusch. Oh Gott. Ich will mich in eine Ecke legen und wippen. So, ah, ein Zebra. Stirb, Zebra! Wir wissen alle, was das Zebra getan hat. Jan Kampmeier, guten Abend in die Runde. Guten Abend, Jam. Jam, Jam. Ich habe Jam gesagt, ne? Jam, Jam, Jam. Guten Abend, Jam, Jam. Jam, Jam, Jam. Haben Sie das nicht damals immer zu Miriam, Miriam, Jam, Jam gesagt? Miriam, Jam, 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 Jam. Miriam, Jam, Jam. Miri Jam. Jam, Jam. Dam, 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 Dam. Ich tue Leder hier rein, ja, das wird richtig fein. Und Holz ein bisschen auch für meinen dicken Bauch. Siliziumoxid, das bringe ich dir mit. So, alle wollten ja immer den Butterbauch sehen. Ne? Meinst du, daraus kann ich eine Buttermarke machen? Buttermarke? Ja. Buttermarke? So, also quasi eine deutsche Markenbutter in Form eines dicken Bauches. Hallo, Heiko Neumann. Das ist dann der Butterbauch. Mein Giftbaste ist gerade nicht den. Heiko ist der Chef von Taiko. Echt? Cool. Das sind diese billigen, ferngesteuerten Autos. Weiß ich nicht. Das ist hier von Toys. Die haben dann. Toys R Us hatte doch immer so, keine Ahnung, 60 Quadratmeter Wände voll mit billigen, ferngesteuerten Autos, die keiner haben wollte über 30 Jahre hinweg. Ja. Deswegen, ja, das war alles Taiko. Na geil. Deswegen ja, Wemser ist da. So. Die Frau Generalleutnant. Oh Leute, ich habe noch Pizza hier von vorhin. Murphy ist da, Hallöchen. Die haben mir eine Fanta geschenkt, er hat gesagt, tut mir leid, dass so lange gedauert. Hier ist Fanta. Ich sag, oh geil. Leute, ist ja auch abgelaufen, Mann. So, also, pass mal auf, folgendes. Wollen wir uns noch... Gut singen, er ist der neue Michael Jackson. Oh, Pudding ist seit 8 Monaten Mitglied. Geil, ich bin, danke für die ganzen schönen Streams. Ich bin Michael Jackson. Dankeschön. Also, Frage. Gehen wir einen Scan machen jetzt als erstes gleich und versuchen, dann können wir die Quest vielleicht nämlich schon abschließen und uns in neue Gefilde aufmachen. Ja, weil der Weg dahin machen, ne? Ist brutal lang und voller ja. Schwefel. Weil ich will. Wieso Schwefel? Ich habe voll viele Punkte noch nicht vergeben. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn man auf Schwefel drauf pinkelt? Passiert da was oder ist das einfach nur nass? Keine Ahnung, es ist oxidiert und ist nass. Oxidationsschwefel. Oxy-Schwefel. wo mache ich mir nochmal hier Feuerfall? Was brauche ich da? Schießpulver. Schießpulver, das kann ich mir hier machen, ne? Dafür brauche ich Holzkohle und ein bisschen davon. Ich brauche. Was willst du denn machen? Feuerfall. Ach so. Ein schönen Feuerfall. Also, wenn du schon sagst, es ist lang und schwefelig, dann mache ich mir den Feuerfall. Weil ich hab dieses Gebäude hier eigentlich nur gebaut, um zu leveln. Ich hab 4 Level gemacht oder so. Ja, Steine gekloppt wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja. Steven, grüß dich. Ja, und du kriegst halt beim Herstellen von Ressourcen, kriegst halt auch XP. Guck mal, Bruder Senf hat morgen noch Arbeit und dann hat er Urlaub. Ich würde halt Essen und Sauerstoff mitnehmen. Hiro, hallo, ich hab Hiro gar nicht hallo gesagt. Ich hab den Scanner, ich hoffe nur nicht, dass wir auf den Sandwurm treffen. Hier soll es irgendwo einen fiesen Sandwurm geben. Willst du mich verkackern, oder? Nein, wirklich. So ein riesigen. Ist das dann so Dune-mäßig oder was? Ja, ne, es ist wie diese Höhlenwürmer, nur groß und braun. Und sandig. Okay. Gut, gut, gut. Gut. So, jetzt habe ich jede Menge Schießpulver. Mach ihn ja jetzt hier. Du machst dich aber auch... Ich mache mich gar nicht über Gurkensalat lustig. Ich habe nur gesagt, dass der 3 Euro kostet und dass man dich damit in den Van locken kann. Wow.
mit den Gurken-Van. Ja. Hey Kreis, ich weiß, du musst warten auf die Kohlen, aber so startest gut ins neue Jahr. Alter, I'm friendly. Das ist ja mega nice. Vielen, vielen Dank. Hast du Pfeil und Bogen? Richtig geil. Nee, aber eine Armbrust. Achso, okay. Ja, Alter, 50 Euro haut er raus. Voll nice. Vielen, vielen, vielen Dank. Was passiert in dem Van dann? Naja, wir dinieren zusammen einen leckeren Gurkensalat. Wie wird die Gurke erstmal durch den Saft gegessen? Also, wenn ich dir einen Gurkensalat anbiete, würdest du dann dein Knie von mir tätowieren lassen? Mit dem Gesicht drauf. Und wenn das dann, wenn das Bein bewegt wird, sieht es aus, als würdest du machen. Ja, ja, ja. So, okay, du hast. Okay, jetzt ist sowieso gleich die Nacht angebrochen. Ne? Du hast mich gefragt. Du hast mich. Du hast mich verjagt. Und ich hab nichts gesagt. Das. Also, dass die Band im Ausland so erfolgreich ist. Also, ich mag sie auch, aber es wundert mich halt. Aber andererseits, ey, bester deutscher Act überhaupt im Ausland ist guter, also. Sprich Bände. Das würde ich auch ohne Gurkensalat machen lassen, solange es das linke ist, okay? Wieso? Hä? Warum das linke? Was hast du gegen dein linkes Knie? Gegen das rechte. So, vielleicht hat das linke Knie ihn irgendwann mal angegriffen. So, das ist sein Racheakt. So, okay, ich schlafe hier. Oh, ich verdurste im Schlaf, glaube ich. Dann steh doch schnell kurz wieder auf. Oder, obwohl Schlafen dauert ja nicht so lange, ne? Achso, ich muss einfach nur in den Fluss mit dem Arsch. Okay, ich springe. 3, 2, 1, Helikopter, Helikopter. Schläfst du? Ja, ich renne gerade wieder zurück ins Haus, ja. Habe ich hier noch meinen Atemsack? Kann ich eben meinen Atemsack da reinpacken? Atemsack! So, jetzt wird schlafi schlafi. Okay, ich habe 3 Fleisch. Ich kann mir, glaube ich, hier noch im Stack. Ja, ich nehme noch so einen halben Stack mit. So, dann habe ich genug Fleisch. Ich habe Fleisch, ich habe Wasser, ich habe Atemsack. Atemsack! Atemsack! Ich habe Oxy dabei. Ich habe Atemsack. Das kann ich noch schnell hier reparieren. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem noch eine Ersatz-Oxy mit, weil es ist echt ein weiter Weg, ne? Schau mal auf Mappo. Ja, nimm den zweiten Atemsack auch noch mit. Ich dachte, du hast du noch einen oder was? Achso, nee. So, jetzt jeder zwei, ne? ja, genau. Ja, ja. Was ist mit dem Wassersack? Können wir da auch 2 machen? Oder? Ah, nee, Quatsch, das brauchen wir nicht. Ja, unterwegs finden wir schon was. Also wir müssen jetzt grob diese Richtung. Wahrscheinlich müssen wir da hinten links durch den Canyon, oder? Müssen wir gleich mal kurz nochmal auf die Map gucken, dass wir uns nicht wieder unbedingt so hart verlaufen. Ja. Oder was meinst du? Warte kurz, ich prüfe. Wo hast du denn markiert? Ach, da oben. Das ist weit weg. Es wird eine Tagesreise. Also, gib mir mal kurz Deckung. Mal hier, ich mache mir mal kurz eine Karte von Icarus auf, dann habe ich so einen leichten Blick. Ist er. Der Sprühjagde ist da. Hallo, einen schönen guten Abend. Der Sprühjagde. Schön Sprühjagde, wa? Ich fand das so geil hier, die von Elsterglanz. Kennst du Elsterglanz? Ne. Mit dem, der immer so komisch redet, ich kann das gar nicht so hoch. Elsterglanz, also sehr lustiges Comedy-Duo aus dem Osten. Und die haben dann, die haben so als, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich dann umgesetzt haben, ne, hier so, Hackfleisch, aber dann, in der, hier, kennst du diese Kit-Tuben für so Fugenkit und so, diese großen Tuben, ja, die du dann an so eine Pistole machst und dann, wenn du so presst, kommt's halt vorne raus.
Ja. Das halt mit Hackfleisch. So, was? Das ist doch mega geil. Hast du immer, okay, machst dir so eine Hose? Ich hab einen Weg. Elsterglanz, sehr witzig. Wir können zwischen den Plateaus her. Es gibt einen Weg. Kennst du nicht die Warschauer Wippe? Okay, es gibt einen Weg, dann führe mich. Die Warschauer Wippe, er hat keinen Wagenheber dabei und dann erklärt er ihm so, oh, Alter, das war gefährlich. Und dann erklärt er ihm so die, wow, dann erklärt er ihm so die Warschauer Wippe, wie sie dann, da musst du die Autotüren irgendwie aufmachen, das Auto hin und her wippen und dann, wenn es an der einen Stelle ganz weit oben ist, einen Mülleimer drunter schieben, dann bleibt es halt oben und dann kannst du den Reifen wechseln. Okay. Boah, nee, da springe ich jetzt nicht runter. Das ist mir zu krass, da gehe ich hier lang. Ach, das ist hier so Wildwasser-Rafting. Gifty ist da und Philipp Fritz ist auch da und Rossi sind auch da. Guck mal, alle da. Grüß euch. Irgendwo habe ich ein komisches... Achso, ein Clou ist das. Okay. Den Sanitärbereich mal kurz mit Hack abgedichtet. Wo kann man denn da her? Ach, da muss man erst hier die Kante wahrscheinlich hoch, ne? Ja, ich denke... Ja, ja, okay. Hier ist... Ah, ich muss mal näher ranzoomen. Ah, okay. Wir müssen erst ein Stück nach Norden, okay. Oder nach Osten, nach Osten. Das ist ja gar nicht Nordosten so. Jan Kampmeier ist ja der erste Stream von euch, den ich live sehen kann. Nun muss ich euch erstmal sagen, ihr seid nicht ganz sauber auf eine gute Art. Okay. Ich dachte, wow. So, das erste Mal, dass ich euch erwische. Ihr seid richtige Art. Ja, ja. Das erste Mal, dass ich euch live erwische. Ihr seid scheiße. Ich hab das so gefeiert. Ich hab sechsmal versucht, euch zu erwischen. Dieses Mal. Ihr seid scheiße. Das ist schön. Oh, Fragment 3! Ja, Fragment 3 haut 2 cool. Euro raus! Ey, Fragment 3, wie lange warst du nicht mehr hier? Ich erinnere mich an dich, aber... Oh, das ist eine Höhle, guck mal. Warst lange nicht also, da. Haben wir nicht hier ewig nach einer Höhle gesucht? Ja, wir haben ewig nach einer Höhle gesucht. Oh, guck mal, hier ist eine Höhle. Aber da gehe ich jetzt nicht rein, die ist doof. Nee, die ist... Nein, das ist auch... die ist trocken. Ich behalte erstmal mein Messer in der Hand, weil ich habe nämlich so ein bisschen auf Messerkampf geskillt, weißt du, falls... Messerkampf! Falls nochmal ein Messer? Ein Knochenmesser. Okay, guck mal, was ich hab. Ja, das hab ich dir gemacht, oder nicht? Ich weiß, ich wollte es dir mal zeigen. Ich wollte dir die Frucht deiner Hände zeigen. Falls mal so eine Knastsituation aufkommen sollte. Ja, ich steck das nicht weg. Warum kommen wir hier nicht hoch? Ja, nee, wir müssen Geduld. Wir müssen hier so ein Stück her. Oh, Mikroruckler gehabt, direkt schlechte Bewertung. Was, echt? Ja. Kannst du kurz warten, ich wollte eben schlecht bewerten bei Steam und dann 40 Stunden weiterspielen. Dann sagt er, hätte das scheiße gefunden, hätte er sich die Videos nie angetan. Jan, du verstehst das Internet nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Hat YouTube dir das auch geschickt, dieses wie viele Aufrufe alle Minecraft-Videos insgesamt haben? Achso, nee. YouTube hat mir das so geschickt, so alle Minecraft-Videos, egal ob von Gronkh, von mir oder von wem sonst, ne? Ja. Ui, hast du gesehen, wie hoch der Puma geflogen ist? Nee. Guck mal über mir. Über mir in der Luft. Nee, bei mir liegt er auf dem Boden. Bei mir liegt er in 20 Meter Höhe. So, alle Videos, die mit Minecraft zu tun haben, haben bei YouTube einen Klick von 1 Trillion erreicht. Eine fucking Trillion. So, das ist viel. Das ist ja Sandkorn, über das wir hier gerade laufen. So, um das mal so in eine Relation zu setzen. Der Ritter von Lurkenberg lurkt wieder. Das Messer ist für die Knastbrieftasche. Und Florian aus Busenwurth ist wieder da. Und ein Elefant. Ich habe jetzt das Mammut gesehen, Alter, in so einem Video, ne? Der Elefant ist wirklich friedlich im Vergleich. Das Mammut ist nochmal richtig viel größer. Aber Mammuts sind doch ausgestorben. Ey, der brummt einfach nur noch und liegt dann da, ne? Ja, ja. Was für Fallen schießt Kupfer. Du? Kupferarmbrust. Alter, mit Kupfer, das ist teuer. Ja, ich habe 32 Stück noch. Ich würde die vielleicht wieder einsammeln für unterwegs. Da ist schon ein Warzenschwein, aber der guckt nur doof. Ja, ja, alles im. Jetzt die Frage, müssen wir hier durch den Fels durch? So, ja, genau, warte mal kurz. Ja, genau, da müssen wir durch. Ja, 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 ja. Ja, und dann ja, müssen ja. wir uns links an der linken Wand entlang bewegen. Zebra! Oh, da ist er mir verrutscht. Ha! Im Lauf einen mitgegeben.
Ob ich jeden Tag streame? Nein, Ass. Wow, was ist denn jetzt los? Boah. Nutzt du... Was? Nutzt du Sprengpfeile? Es gibt Sprengpfeile. Ich bin gerade etwas neugierig geworden. Ich bin ganz Ohr. Du hast meine Aufmerksamkeit. Got my attention. Oh, warte mal, ich habe ja hier noch Feuerpfeile, genau. Gibt's hier Fasern? Ja, ich muss Fasern so unterwegs ein paar sammeln. Ich brauche nämlich gleich einen Verband, sonst kriege ich wieder eine antibakterielle, weil ich keine antibakterielle Creme hier herstellen kann in der Wüste. Ich habe eine Gemse angezündet. Nee, ich stream nicht jeden Tag. Im Schnitt versuche ich es von Sonntag bis Donnerstag. Aber so wie gestern ist ausgefallen, weil jetzt im Moment ist wieder Urlaubsvorbereitung. Warum machst du die Feuerpfeile kaputt? Ich wollte nur mal gucken. Mach ich nicht, kann ich wieder ansammeln. Ist fertig. Okay. Feuerpfeil in den Kopf! Kannst du mal sterben? Wildschwein! Elefant! Wo kommt der her? Keine Ahnung! Was ist denn das? Hat keiner den Elefanten im Raum bemerkt? Nein! Offensichtlich nicht! Ist er noch da? Ich weiß, ich bin in die andere Richtung gelaufen. Ja, er ist noch da, ich renne um den Baum. Ich habe ihn abgehängt. Ich bin links um die Ecke gerannt. Das hat ihn verwirrt. Er guckt mich noch böse an über den Stein weg, aber er lässt mich in Ruhe. Okay. Herstellung, ich glaube, ich brauche jetzt hier. Was ist eine normale Wunde? Okay. Alter, da sind vier Pumas. Geh ganz links an der Wand entlang. Ich brauche erstmal ein Verbandsgedönse. Warte mal kurz, da Verband. 40 Fasern, glaube ich, brauchst du dafür. Ja, das habe ich. Ich musste mir den nur anfertigen. Wie gesagt, bleib ganz links an der Wand. Da sind vier Pumas. Wetter-Event, na toll. Ein Sturm zieht auf. Finde einen Unterschlupf. Und wir haben wahrscheinlich, ja, die Rüstung ist nicht gut für einen Sturm, die wir hier gerade haben. So, okay, ganz links an der Wand, sagst du. Ja, ganz links an der Wand entlang. Du wirst gleich vier Pumas rechts sehen. Ich bin auch wieder auf Knochenpfeile hier. Ein selten brennendes Elfenbein gesehen, ja, dann. Wow. Dein Hochschuss wurde geklippt, sehr gut. Wie ich den Puma weggeglitscht habe. So hart getroffen, ich habe den Puma aus ihm rausgeglitscht. Okay, kann man hoch auf so eine Stufe? Ist ja, gut, geh mal. Kann man hier hinten wieder runter? Ja, okay. Ja. Ich bin hier unten. Ach da, ja, okay. Jetzt bist du schon an den Pumas vorbei. Ja, Pumas habe ich gesehen. So, okay. Jetzt bist du wahrscheinlich hier links. Ist hier irgendwas zum Sheltern? Zählt das als Shelter? Ja, zählt es. Geil. Echt? Ganz in der Ecke? Ja, guck, geh mal rein. Ja, hock. Nee, geh mal hin. Und geh mal in die Hocke. Komm schon, warte. Ja, es zählt, aber ich... Komm, darf ich nicht Huckepack? Ja, aber hier zählt's auch, wenn du einmal in der Ecke warst, ne? Ah, okay, ja, dann ist ja gut. Ja, dann? Ich weiß nicht, verharren wir hier? Ich meine, jetzt gleich kommt einmal so ein rotes noch. Ja, ich würde hier im Moment verharren. Mach die Feuerpfeile weg! Mach's uns hier schön. Du brennst! Meine Güte, warum? Was? Oh Mann, ey. Kann ich mit mir diesen Kaktus anzünden? Ich wollte uns nur ein bisschen Licht machen. Für was? Hier ist doch Licht. Ja, aber gleich nicht mehr. Und dann ist die schöne Stimmung. Natürlich ist hier gleich noch Licht. Boah, ich bin fast gestorben. Es ist 10 Uhr morgens, ja, sag ich doch. Ein bisschen was essen. Was hat? Nee, die Karte hat keine bestimmte Form. Wie nennt man dieses waghalsige Manöver? Sven, nur so links abbiegen. Also, ey, komm, keiner hat damit gerechnet, dass ich mich anzünde heute. Ihr Schiff ist ein Stück nach links ausgewichen. Oh, verdammt, kluges Manöver.
Ich würde sagen, wenn die rote Phase vorbei ist, dann können wir weitergehen. Der, der mit dem Feuer tanzt. Natascha Keil hat ein tolles Hinterteil. Hallo, willkommen zurück. Dilma ist auch da. Wo kommt denn nur dieser Drang, ja alles anzuzünden? Ich weiß es doch auch nicht. Fifado kriegt das Spiel vielleicht zu Weihnachten. So als Steam-Geschenkgutschein mäßig, oder? Ist auf jeden Fall geil. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Es wäre was, wo ich sagen würde, okay. Das ist dieser Lord Voldemort-Typ. Wenn mir das zu Weihnachten einer schenkt, so würde ich sagen, okay, da habe ich wirklich, weil da kann, das ist was, was du auch wirklich über die Weihnachtsfeiertage richtig entspannt spielen kannst. Auch so als Eltern für Kinder, so ist das, also für ein bisschen ältere Teenies oder so, ne? Ja, ja. Das ist halt so richtig so, okay, ich gebe 20 Euro aus und habe bis Neujahr einfach das Kind beschäftigt. Ja. So, ich bin's los, so. Bis Schule wieder losgeht, brauche ich mich nicht mehr ums Kind kümmern. Ja. Muss ein bisschen Essen vors Zimmer stellen, das reicht. Das, jetzt können wir, glaube ich, los, oder? Tina ist da. Das ist so dieser Moment, wenn du irgendwann selber Eltern bist und dann feststellst, warum deine Eltern dich immer so schnell auf Geburtstagen abgegeben haben und dann ganz schnell abgehauen sind. Weißt du? Ja. Hier ist das Kind, ciao. Ja, hier ist das Kind, ciao. Um 17 Uhr hole ich's ab, vielleicht. Ich muss auch letztens so für eine Gruppe von 30 Personen, ne, muss ich Plätze reservieren. Und dann so, ja, nee, die wollen jetzt doch einzeln kaufen. Ich so, hä? Ja, wie viel? Ja, wir nehmen jetzt für 3 Kinder. Und der Elefant? Was macht der Elefant denn da? Der dreht voll durch. Denk mal, ich geh mal hin und guck mal. Nein! Der baut Steine ab. der ist auf dem Schritt zur nächsten Evolutionsstufe. und dann. So, ja, es ist doch einfacher, wenn sie einfach alle das Geld sammeln und dann das abholen. Nee, haben sie Kinder? Ich so, ja. Also, ja, nee. Aber da muss man ja hinterher rennen. Ich so, ja, okay, welche Plätze möchten Sie? Ja, genau in der Mitte. Ich so, ja, aber wäre es nicht klüger, von links nach rechts zu machen? Weil, wenn Sie genau in der Mitte machen, könnte es ja hinterher so aufgehen, dass man vielleicht 2 Kinder trennen müsste. Das ist mir doch egal. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich so, boah, Sie sind ja der Erste. Ich so, boah. Also, ich werde mir morgen Spider-Man in die Box angucken. Oh, nice, mit Rappelsitz. Ja. Nett. Bin mal gespannt. Ich habe noch nie die Box geschaut, irgendwas. Was, jetzt Neugierde. Was kostet die Karte? 18,50. Oh, das geht aber. Ich hätte jetzt schon mit... Für 20:15 Uhr. Oh, ja, nee, da kannst du nicht meckern. Ne? Also der Film hat Überlänge. Der D-Box, ich weiß nicht, ob der in Atmos ist bei dir. Ja, ja. Ja, guck mal, nee, da kannst du nichts sagen. Also, ich schelter mich mal nochmal hier kurz. Bei uns wird der so... Ja, ich würde mal... Abends würde ich so auf 12, 13 Euro tippen. So ohne D-Box. Ja, gut, ist... Ne? Ohne D-Box. Ja. Ne? Allerdings also, ist morgen das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich alleine ins Kino gehe. Also für die, die das nicht wissen, ist D-Box ist, das sind so Sitze, da ist so eine Hydraulik drin, die dann halt bei bestimmten Effekten halt sich mitbewegt. Das ist auch abgestimmt. Dafür gibt es eine extra Filmdatei. Also ich weiß das, ich kenne mich da so ein bisschen mit aus. Ich mache das erst seit 13 Jahren. Und da gibt es einen Film, also der Film ist dann halt extra auch im D-Box-Format. Ja, das ist dann halt Spider-Man No Way Home, Deutsch ohne Untertitel, deutsche Fassung nochmal, in CinemaScope mit 5.1 Atmos in 2D D-Box. So ist ungefähr die Bezeichnung von der Datei. Ja, okay. Nee, wirklich. Aber ist das so ein Ding? Ich meine... D-Box? Nein, allein ins Kino zu gehen. also ich kann es genießen manchmal. Doch, ja. Also... Ich habe das noch nie gemacht. Das ist mir jetzt so aufgefallen, wo ich dann gebucht habe, so, weil, ne, jetzt, ich meine, dann so. Kommt auf den Film an, ne? Die, also zum Beispiel, die Alleinerziehungssituation war ja jetzt so auch nicht geplant, weißt du? Ansonsten waren wir ja immer zusammen dann im Kino so und jetzt das erste Mal, wo ich so, wo überhaupt keiner. Ach, da hinten ist er. Ja, ich muss da in die Richtung. Die, wo neu wird. Aber ich meine, für so einen Spider-Man abends, zack, bisschen genießen, so. Ich, ja. Vor allen Dingen ja. durch diese Block-Situation ist halt, ne, dadurch, da sind halt 3 D-Box-Sitze und egal welchen du nimmst, ob du jetzt den linken nimmst, dann sind die rechten gesperrt, ne, so. Und wenn du den rechten nimmst, sind die linken gesperrt und, oh, da ist noch ein Wildschwein. Alter, nein! Ich sag ja, sei vorsichtig. So. Ich muss nämlich hier. Kommt noch irgendein Viehzeug? Weil ich will meine Pfeile zurück. Also, es kommt bei mir auf den Film an. Zum Beispiel, also ich weiß, also wir kennen uns ja ein bisschen und ich weiß, noch während der Abspann läuft, wirst du das Handy in die Hand nehmen und viel Redebedarf haben bei diesem Film. Ist so.
Ist ja, also, ja. Ne, war bei mir gestern auch so. Ne? Ich war halt, ne, wir waren ja nicht alleine da, ne? Das ging ja dann noch, dann konnte man auch während des Films so ein bisschen quatschen, weil, also wir waren so unter uns da. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen rechts lang, oder? Ging das so und warte kurz, ich habe hier die Map. Wo sind wir jetzt? Wir sind da. Ist das mal. Ah, jetzt ist das auch. Ja, ja, den Fluss entlang, genau. Rechts. So. Und, oh, warte mal, ich muss mal eben mein Inventar. Wo ist mein Sauerstoff denn? Ich habe, wieso habe ich den. Zack, Sauerstoffflasche nachfüllen. So, und, also bei Spider-Man 3, also, ne, ich habe ihn gesehen und ich, keine Sorge, ich spoilere euch nichts. Ich rede nur darüber, wie gut er ist oder wie schlecht er ist, ohne Details. Wo ist Kreis da hinten? Yep. Also, meiner Ansicht nach könnte es der beste Spider-Man-Film aller Zeiten sein. Okay, ja, aber ist Doctor Strange drin, also... Ja. Ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen und habe mir gedacht, hey, meine Güte, gehst halt mal allein ins Kino. Ne? Ich werde jetzt, nicht drüber reden, was da drin passiert und so, um Gottes Willen, weil ja, ja. Da ist wirklich viel, was gespoilert werden kann. Oh. Oh, der Todesengel freut sich, dass es mich gibt. Das ist das, was er gerade braucht. Geil. Das ist auf... Irgendwie cool, aber... Vorsicht, Elefant und Elefanti, Schwein. Elefanti! Was macht der Elefanti? Wieso? Wir müssen hier abbiegen. Hier, 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 guck mal, hier, komm mit. Hinter dem Stein. Jetzt hier rum. Pass auf, pass auf, pass auf. Siehst du? Ja, ne? Das ist geil, der Elefant ist so gut zu kriegen. Auf meinem Perso steht statt mein echter Name einfach Vorname Lord, Nachname Voldemort. Was gab's zum Mittag? Ja. Ich hatte heute Nudeln in einer Käsesoße mit Käse überbacken und ein bisschen Moment, Pizza. Moment. Ja, Moment, er hatte, also mir hat er gesagt, das war schon Quattro Formaggi Käsesoße. Ja. Ja, ja. Eigentlich mit Käse überbacken ist das dann eine Quintett-Käsesoße. Quintre Formaggi. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Der Elefant wird sauer hinter uns. Und das Wildschwein auch. Ah, oh, es macht mich gleich kaputt. Lauf, 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 lauf. Ich steche es von hinten tot. Lauf ist weiter. Es kaputt? Ist es kaputt? Ja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Rechts, Puma. Ich bin verwundet. Muss ich mal kurz, ja. Mal kurz Deckung. Das ist eine normale Wunde, ja. Halt die Klappe da hinten, verkackte Hyäne. Sehr gesund, ja. Heute war wieder Gesundheitstag. Wir hatten heute Grünkohl. Mm. Das klingt also, wirklich sorry, gesund. Aber Grünkohl ist tatsächlich etwas, das ist so gar nicht Veggie. Ne? Also, also unser Grünkohl, da ist gar kein Platz richtig für Grünkohl. Ne? Da ist halt ja, ja, Speck drin, Kassler, ja, ja, genau. Enten. Ja, ja, genau. Und selbst, also, das selbst ist geil, das, ey. Selbst das Fett da drin ist einfach Schweineschmalz. So. Ja. Ja, also mache ich sonst nicht, aber Grünkohl gehört es einfach rein. Ja, das kannst du aber auch mit Sauerkraut machen, ne? So mit Kassler dann und Dings und so. Ach so, und das ist auch so. Mettenten. Okay. Ja, das stimmt. Ist auch so ein Ruhrpott-Classic, glaube ich. Meine Mom macht das häufig. Aber nee, es gibt zum Beispiel, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, zum Beispiel nicht den letzten, sondern ich glaube den vorletzten Fast and Furious. Den habe ich mir allein im Kino angesehen, weil, also, pff, da gibt es ja auch nichts, worüber du reden musst dann. Ja. So, weißt, also, das ist, pff, ja. Einmal links ist auch einmal rechts. Ja, aber dann ist dir nicht so schlecht. Bei mir gab es Kartoffelbrokkoli auf Lauf mit. Mit was sticht so das Wildschwein von hinten ab, Kreis? Mit meinem dicken Knochen. Kartoffelbrokkoli-Auflauf. Auch nicht übel. Aber mit Mini-Tomaten und klein geschnittenen Chilis gab es beim Alphabeta. Klingt auch sehr gut. Klingt sehr gut. Ja. Ich hasse Grünkohl, aber ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja. Grünkohl ist voll geil. Also wenn es gut gemacht ist, dann ist das sehr, sehr gut. Ich esse aus. Morgen nochmal, dann schmeckt das noch besser. Aus dieser Art von, ja, wie nennt man das? Eintopf, keine Ahnung, da esse ich halt immer die Mettenten raus. Ja. Ja. Num, 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 num. Der einzige Grünkohl, den ich dann damit aufnehme, ist der halt noch so ein bisschen da dran klebt. Ja, ja, genau. So, wo sind wir jetzt ungefähr? Mal gucken, so weit dürfen wir nicht mehr weg sein. Das ist aber echt ein Marsch, Alter, ne? Wahrscheinlich müssen wir doch da oben. Was ist das hier für eine große leere Fläche, Alter? Von rechts. Das ist die Arena. Hier hätten wir die Hütte bauen müssen.
Alter, ist hier die Donnerkuppel? Wahrscheinlich müssen wir hier rechts auf diesem Riesenberg. Ja, wahrscheinlich. Was ist das denn da? Treibsand? Stimmt, da setzt sich ein bisschen was ab von dem wiederholenden Muster hier. Ja, ja. Als hätte mein Staubsauger hier alles gemäht. Das ist wahrscheinlich nur, weil es ein Hügel ist oder so. Ja, passiert nichts, wenn man drüber läuft. Oh Mann. Also kein Scheiß, so könnte ich mir heute World of Warcraft vorstellen. Ja. So, ne? So könnte ich mir das vorstellen. Markus Kiesch, hallo. Einen wunderschönen Laufen guten Laufen wir immer noch in die richtige Richtung? Das laut Markierung, ja. Okay. Verpiss dich, Esel. Rickert. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ja, mein doch. Lieblingsessen ist Chili con Carne. Ja, das ist auch nice. Das kann man auch ganz gut essen, das stimmt. Was so bei mir so ein bisschen Guilty Pleasure ist, aber was ich ganz gerne mag, sind diese billigen Tiefkühl-Lasagnen. Spielt auch keine Rolle, von welcher Firma. Schmecken alle gleich. Ja, ja. Ey, wo müssen wir hin? Wir laufen falsch. Andere also, Richtung. Ich stehe genau richtig. Oder nee, Schwachsinn. Mein Name stand genau drüber, so. Wir müssen irgendwo hier lang. Blätter mal hier den Aufsprung hier. Vorsprung. Ja, mein Gott. Im Vorsprung hier hoch, mal gucken. Samstag gibt's bei Hanswurst Regulasch gekocht im Dutch Oven. Klingt auch gut. Da unten, da ist der Scanner. Hast du gefunden? Unten links. Guck mal nach unten links. Ach da. Ah ja, ich seh's. Okay. Wir müssen hier runter. So, hier ist eine natürliche Treppe. Patsch. Aufpassen. Vorsichtig hier. Ups. Ne, ich geh andersrum. This is the place. You know what to do. Okay. You know what to do. Warte. Bist du geheilt und ernährt? Das war jetzt nicht der Gedanke, sondern eher. Ach so. Good. We're reading the station. It's active. Aber halten die überhaupt so lange? Ja, die halten eine ganze Weile. Nicht, dass wir jetzt hier. Was kommt denn da jetzt? Also bei dem zweiten Scan waren Hyänen, der eine war ein Elefant, ne? Ja. Wildschweine? Wo bist du? Du bist weg. Links von dir. Nee, ich bin. Gleich wird der Scan nochmal abbrechen, dann kommen meistens die Viecher. Ich höre doch schon ihren Wildschwein grunzen. Das ist da hinten Puma. Okay. Ah, Puma, ja. Na, guck mal, hat funktioniert mit den Flammen, oder? Ja. War das der einzige? Nee, ne? Weiß nicht. Jetzt? Lol. Da hätte ich echt nicht die Pfeile gebraucht. Nein, Puma. Mission abgeschlossen. Ja, können wir jetzt gehen, ne? Können wir zurück und. Dann können wir jetzt zurück, ja. Und dann wollen wir dann auf Gletscher? Wir könnten dann auf Gletscher mal gehen, klar. Wollen wir auf den Gletscher, Fletscher? Jetzt müssen wir nur wieder zurücklaufen. Ja, brauchst du nicht rauf, oder? Können wir hier rum. Hartkartoffeln in Soße mit klein geschnittener Hähnchenbrust und Schinkenwürfeln und etwas Erbsen mit Karotten. Beides aus der Kombidose. Und dazu ein Klecks Tomatenmark. Ich mag diese kleinen runden Möhren und Erbsen dann, weißt du, so, ja. Die finde ich geil aus dem Glas. Ja, ja, die ne? Erbsen und Möhren halt, ne? Ja, ja, ja. Glas oder Dose, ne, aber. Er jault gerade und jetzt beißt er sich selbst in die Eier. Jetzt ist er. Okay. Wo rennen wir hin? Ich markiere mal eben kurz unser Zuhause. Weiß ich nicht. Habe ich das nicht markiert schon? Nee, wo ist unser Zuhause? Habe ich dann die Markierung weggemacht? Oh. Aber das ist ja kein Problem. Da ist, brauchen wir doch nicht. Nee, das war hier irgendwo, ne? Oder? Wir brauchen gar nicht nach Hause. Ach so. Warte mal, hier wird mir mein Droppod angezeigt. Ja, dann laufen wir ungefähr richtig. Streamer, Frechheit. Was? Volker. Boah,
Aber ich bin so müde, ne, weil ich halt ne, nicht viel geschlafen die Nacht. So. Ja, und, ich auch nicht, weil ich so gefroren habe. Sagen wir mal so, also ich habe mir es selbst ausgesucht, ne, aber die Zeit zwischen den Momenten, wo ich das Kino abgeschlossen habe und wieder da war, das waren weniger als 5 Stunden. Ja. Und ich habe noch geschlafen. Alter, der lässt mich nicht in Ruhe. Aua. Renn weg vor ihm. Ich vergifte ihn gerade. Ich versuch's, aber meine Ausdauer ist... Ich zünd ihn an! Oh mein Gott, ein brennender, vergifteter, sehr wütender Elefant! Hier, hinter die Steine. Hört er nicht auf und hinter ihm rennt die ganze Zeit einer her und schießt einen Feuerpfeil mit dem Mann nach dem anderen in ihn rein. Warum hört denn der nicht auf? Boah, Alter, was ein Dreckslump. Jetzt steckst du fest, hä? Jetzt steckst du fest. Na komm, ich geb dir noch den Rest. Vergiftet und brennend. Wo hat der denn eigentlich den Crit? Ich hab auch den Sweet Point nicht gefunden jetzt. So. Heute muss ich reuten. Oh, ruhig. Nicht drin. Alter. Das ist mein Lieblingskartoffelgericht. Moin, Kai, Hammer-Content von dir, liebe deine Livestreams. Jopi, danke schön. Jopi, 4,99. Oh. Richtig geil im Superchat. Vielen Barbara Dank für deine Unterstützung, Joe. Danke sehr. Lassen. Ist das die Barbara von der Barbarenbar? Gruß und Kuss geht raus. Vielen Dank. Yes, danke. Lieblingskartoffelgericht. Schwierig. Aber ich glaube, wir müssen da hinten rechts um den Berg rum jetzt, ne? Hilft ja alles nix. Oder links, durch über den Fluss dann da. Wo sind wir denn? Links über den Fluss und dann rechts. Also hier. Ja, ja, genau. Dein Elefantenentzünder. Poggers. Ich weiß nicht, wenn Pommes als Kartoffelgericht zählt, dann würde ich sagen, Pommes ist so der All-Time-Favorite. Ja, aber also... Bratkartoffeln sind halt auch geil. Die Kartoffel an sich ist halt einfach sehr vielseitig und geil. Da kann ich gar nicht sagen, dass da irgendwas mein Lieblingsding ist. Nee, ist schwierig so. Ne? Also zum Beispiel auch bei dem Grünkohl, ne? So, wenn das ohne Kartoffeln ist, dann ist das nichts. Ja, ja, so als Beilage, ne? So, oder so einen schönen Kartoffelpüree einfach, aber so einen richtig pürierten. Weißt du, ich ohne Scheiß, ich bin da wirklich ich favorisiere wirklich das Pulverpüree. Ich wurde seit Kind darauf indoktriniert. Indoktriniert, ja, nee, das ist ja, das Ding ist, dass viele, gerade die Deutschen, die machen dann diese Stampfkartoffeln. Ja, Kartoffelstampf, ne? Ja. Okay. So, ne, die stampfen das dann mit diesem komischen Stampfgerät und dadurch ist das natürlich noch von der Konsistenz so ein bisschen bröseliger. Aber ich favorisiere auch so das richtig Pürierte halt. So, es muss richtig cremig püriert muss das sein. Dann ist das richtig geil. Ich mag tatsächlich also Pulverkartoffelpüree, ja, so. Aber dann mit nicht ganz so viel Milch so und nicht ganz so viel Wasser. Das muss ein bisschen fester sein bei mir. So, das ist tatsächlich... Ja, so schon ein bisschen kleistermäßig. Beim nächsten Elefanten bitte ins A... Was? Übrigens ist meine VR-Brille kaputt. Nein. Also zumindest der Kopfhörer ist abgebrochen auf der linken Seite, weil ich draufgelatscht bin im Dunkeln. Nein. Oh. Ja, kostet 90 Euro. Muss ich nächstes Jahr neu bestellen. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich werde jetzt einfach, ich werde die nach hinten klappen. Also den, der noch dran ist, den werde ich nach hinten klappen und dann mein Xbox-Headset oder so anschließen zum Übergang, damit ich vorm Urlaub wenigstens noch die 2 Folgen Expect You to Die aufnehmen kann. Es geht ja auch. Kannst ja einfach einen Klinkenkopfhörer dran machen. Toll. Guck mal nach oben. Siehst du das auch? Ja. Habe ich die unsichtbaren Weltdeckel gefunden? Ja. Wenn ich mal in Ruhe hier rumballern. Oder einfach so eine, ja, einfach so eine Ofenkartoffel. Dazu. Also karamellisierte Kartoffeln. Wow. Habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Müssen wir jetzt hier... Ich tausche immer Wasser und Milch bei dir. Ja, das mache ich dann auch mit Milch. Ja, hier müssen wir jetzt links hoch. Hier, wo ganz, das ganze Viehzeug ist. Alter. Aber also, wir werden uns ja in Ruhe lassen. Wenn ich den mache, dann mit Milch. Ja, das ist auch geil, wenn du so Kartoffelklöße oder sowas übrig hast. Ah, Kartoffelklöße. Und die am nächsten Tag dann nochmal in eine Bratpfanne haust. So, das ist auch geil.
Beziehungsweise ich würde sie jetzt in den Opti-Grill tun. Und das werde ich nämlich nach dem Stream, ich habe ja noch 2 Stücken Pizza. Oder 4 sogar. Und dann werde ich 2 Stücke Pizza den Rand abschneiden, die aufeinander legen. Also mit der Salami-Seite nach innen dann. Und dann werde ich das auf dem Opti-Grill nochmal heiß machen. Pizza Gangbang. Ja. Das wird geil. Also machst du es? Hina, was hast du denn mit diesem mit Elefantenrektum? Also warum möchtest du das, Hina? Sie möchte gerne, dass du dem Elefanten in den Po schießt. Malone! Warum möchtest du, dass ich einem Elefanten in den Anus schieße? Was läuft da bei dir? Ich bin 12, stell keine Fragen, was sowas angeht. Ich bin da selbst noch nicht ganz entschieden. Ja, eben. Oh, der Elefant brummt schon da links. Nee. Guten Abend, liebe Leute. Hallo, Malone. Willkommen in der Gang der Opti-Grill-Besitzer. Ja, es ist wirklich ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Mich haben auch schon Frauen angeschrieben auf Insta. Möchtest du meinen Opti-Grill putzen oder was? Hey, wenn du willst. Ich kann mir auch die Kucheneinlage reinmachen. Wie gesagt, auch was ganz geil ist, einfach Kartoffeln über einen Slicer hauen, also in dünne Scheiben schneiden. Einfach roh mit Schale. Und dann halt irgendwie, wenn du einen Rub hast oder so für irgendwas. Ich habe diesen von Johnny genommen, diesen Rub for the Girls. Also nicht den Hot Reggae Rub, sondern ne, eigentlich dasselbe wie der Hot Reggae Rub, nur ohne Hot. So ein Pork Rub ist es eigentlich, ne? Und dann ein bisschen Öl und da ordentlich was von diesem Rub reinhauen, die Kartoffeln da drin wälzen und die dann in Scheiben auf den Opti-Grill, so bei 240 Grad oder so. Und dann so richtig schön ein paar Minuten richtig durchknispern so. Und dann hast du so, das ist so ein bisschen... Ist hier ein Fluss in der Nähe? Hast du Wasser? Ich hab Wasser getankt Wasser vorhin. Ja, wie soll ich dir denn Wasser geben? Ja, hast du eine Flasche dabei? Ach so, Ich bin nämlich bei 0. Ah, okay. Warte... Ah ja, perfekt. Ja, okay, danke. Weiter. Ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet. Und dann hast du so ein Mittelding zwischen, das ist irgendwie chipsig, aber auch so ein bisschen bratkartoffelig noch so. Und das ist geil. Kann man gut auf dem Opti-Grill machen. Und Malone, wer von euch mag Chemie? Ich weiß nicht. Ich mag Frauen in Kitteln. Hast du mal versucht, hier so Stapelchips selber zu machen? Das geht ja nicht. Ja, warum nicht? Ja, die muss man ja aufhängen oder so wegen der Form. Ja, nee, also nicht die Form, darum geht's nicht. Ich meine, das ist ja Kartoffelpüreepulver. Ansonsten, ja, ansonsten genau. Ansonsten ist es Püreepulver im Endeffekt nur, was Pringles benutzt. Ja, und das würde mich aber interessieren. So, ne? Auch hier übrigens für euch, nice to know, ne? Der Unterschied zwischen normalen Pommes und Riffelpommes ist ein ganz besonderer. Das ist nicht der Schnitt. Normale Pommes sind Pommes, wie ihr sie kennt. Riffelpommes ist Kartoffelpüreepulver in Form. Ja, aber die Form macht auch einen Unterschied, weil aufgrund der geriffelten Form entsteht mehr Oberfläche, an der mehr Gewürz haften kann. Ja, generell ist es auch so, dass halt... bei Riffelpommes, eben weil das eben Kartoffelpüreepulver ist, kannst du ja schon quasi in die Pommes Gewürz integrieren. Ja, Alex, das ist immer so, guck mal, Rubs sind total überbewertet. Im Prinzip gibt man Salz, Pfeffer und Paprika zusammen. Ich habe aber keinen Bock, mir tagelang die richtige Mischung aus Salz, Pfeffer und Paprika und dann vielleicht noch einen anderen paar Gewürzen. Ich habe keinen Bock darauf, mir diese Mischung ständig selber rauszusuchen. Und dann 3 Teelöffel... Und dann schreibt wieder irgendein Assi in sein Rezept rein, eine Tasse oder irgendwie ein Viertel Teelöffel oder irgendeine andere Scheißmaßeinheit. Hälfte Teelöffel. Ja. Wie hoch ist denn der Scheißhaufen? Wie hoch ist denn der Dreckshaufen, du Penner? Schreib doch einfach 4 Gramm. Weißt du, wo ist denn das Problem? Jeder hat doch eine Waage. Ja, oder wie die verkackten Amerikaner, One Cup. Ja. Ich bin schon oft genug drüber aufgeregt. Und bevor ich mir dann eine Scheißader platzt, in meiner Stirn kaufe ich mir einfach einen scheiß Rub in der Dose. Oder würzen nach Geschmack. Ich will wissen, wie du das gemacht hast. Um dann zu entscheiden, ob es mir schmeckt oder nicht. Ja. Wenn ich dann merke, es schmeckt scheiße, dann schreibe ich dir einen scheiß Kommentar unter dein scheiß Rezept.
in die Auge. Aber ohne Scheiß, auch hast recht, diese ganze Rub-Sache, ne? Mein Rub ist Fondor. Ist so. Der Klassiker. Fondor ist einfach mein Küchenheroin. Das muss an viele Sachen ran. Wir müssen hier links rum, damit wir hier runterkommen. Ja, oder? Ja, ja. Und da kriegen ja wir natürlich einen Weg runter. Nee, ne? Nee, oh, schwierig. Nee. Wie gesagt, mir ist das ja egal. Und wenn dann halt einer keine Waage hat, dann soll er mir aber nicht mit 2,5 gehäufte Teelöffel kommen. Wenn er keine Waage hat, soll er das scheiß Rezept nicht online stellen. Eben. Also beim Schwein ist dieser Sweet Spot auch extrem schwierig zu treffen. 2 Tassen. Oh, der Rüssel ist der Sweet Spot, okay. Also beim Warzenschwein. Das Problem ist einfach, dass ich bin ein Mensch, der durch sowas überfordert ist. Ich bin durch sowas überfordert, wenn ich irgendwas koche und ich versuche schon nachzukochen, weil ich es selber nicht kann, weil ich keinen Geschmack dafür habe. Wenn ich irgendwas esse, ist der letzte Satz, der mir einfällt, oh, da muss aber noch ein bisschen Kardamom dran. Ist mir scheißegal, ich weiß überhaupt nicht, wie das aussieht. Was für ein Digimon? Weißt du, kann ich nicht entscheiden, ich möchte einfach das Rezept haben. Und wenn dann halt irgendwelche bescheuerten Maßeinheiten da drin stehen, oder abschmecken. Wenn ich irgendwas abschmecke, ich schmecke dann. Ich, für mich heißt das probieren. Ich probiere dann. Und ich kann dir nicht sagen, ob da noch Salz, ob da noch Pfeffer, ob da noch irgendwas anderes reingehört. Und dann schmeiße ich auf gut Glück, oft hatte ich halt Glück bis jetzt, schmeiße ich da halt, mache ich immer noch ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Einmal nochmal das Gewürzregal durchnudeln. Und in 90% der Aussagen, wenn andere Leute essen, was ich esse, heißt es, da ist aber wenig Salz dran. Und ich denke mir, Alter, so, ich geh doch in den Wald zu den Rehen und lutsch an den Dingern, die der Jäger aufhängt, wenn du Salz willst. Mein Herz ist sowieso schon gestresst davon, diesen Scheiß zuzubereiten. Meine Fersen tun weh wegen der ganzen Gicht. Ja. So, wir gehen jetzt, ne? Ami-Einheiten. Bevor ich irgendwelche Sachen nach amerikanischen Einheiten koche, werde ich amerikanischer Präsident und ändere die Reform. Prinzesskartoffeln, die sind lecker. Das ist doch eigentlich nur gebackener Kartoffelpüree, oder? Welcher Zapfen ist meine? Der weiße? Ich habe die weiße Markierung, glaube ich, ne? Warum wartet da ein Wildschwein? Ey. Warte mal, guck mal, ich nehme jetzt mal hier diese Spitzhacke mit. Hör auf jetzt, ich sterbe, ich krieg Schaden sonst. Okay, ich nehme auf jeden Fall die Armbrust mit, wenn das denn klappen sollte. Mein Stahlmesser vom Kreis, mein Eisenmesser. Den Rucksack würde ich mitnehmen. Achso, er hat gesagt, nur Eisensachen gehen, ne? Ich bin mir halt nicht sicher, ob das alles so ist. Ich probiere das mal. Ja, ich bin ja auch noch nicht sicher, ja. Du musst vor mir fliegen, glaube ich, ne? Weil sonst... Ja, ja. Guck mal, so. Ich probiere mal mit den 3 Sachen aus. Ich glaube nicht, dass das klappt, aber... König Felix ist da! Gicht, sammel Beeren und jag nicht so viel. Wo bist du? Ach, da? Hui! Da, wo ich bin, ist oben. Ist Kreis etwas aggro? Quatsch, Cerberus. Ich echauffiere. Aus Spaß an der Freude. Es ist nicht so, dass ich wirklich... Bist du etwas aggro? Ich echauffiere, du Arschloch. Ja. So, jetzt kann man hier mal gucken. Wie ging das denn nochmal? Das Problem ist, ich musste über viele Jahre lernen, sowas wie Aggressionen zu Schauspielern, weil ich das nicht kann. Die Emotionen kenne ich nicht. Ich kenne aber das Verhalten. Belohnung einstreichen. Die englischen Rezeptbücher sind oft die besten, so ein Schwachsinn. Ist nicht alles, was aus Amerika kommt, ist immer geil. Die englischen Rezeptbücher sind die besten, ohne Scheiß. Kennt ihr die 2 kleinsten Bücher der Welt? Die italienische Heldensage und das englische Kochbuch für Delikatessen. Ja. Back doch mal. Rezeptbuch, mach doch mal ein Haggis. Hol dir mal ein amerikanisches Brotbackbuch, viel Spaß. Nee. Mach dir mal einen schönen gefüllten Dödel, dann wirst du mal sehen, was das ist. Englisches Essen. Wobei die Bohnen, Speck, Eier und Würstchen zum Frühstück essen, für jetzt an sich. Nee, gar nicht. Aber ich hab mal gehört, woher das... Süße Bohnen überhaupt nicht meins.
Ich habe mal gehört, das kommt von, weil, also es hat sich bei denen irgendwie so entwickelt, weil dann wurde irgendwie gearbeitet danach, ne? Also, die haben morgens den Großteil ihrer Kalorien aufgenommen. Ja, und ja, gut, ist ja auch so, ne? Frühstücke wie ein König, ist zu Abend wie ein Bettler, ne? Bei mir ist es umgekehrt, deswegen... Ja, aber heutzutage haben alle irgendwie einen Bart und eine Ray-Ban-Brille und die sagen dir, nee, ich mache Intervallfasten, das ist voll gesund. Ich mache Intervallfasten, ich mache auch Intervallfasten, jedes Mal, wenn ich nichts esse. Ja, ich intervallfaste deine Anwesenheit, geh! Ich ertrage dich nicht! Ich kann dich nicht ertragen! Niemand hat nach deinen Essgewohnheiten gefragt, ich wollte eigentlich nur wissen, wie viel Uhr wir haben. Was? Ja, es ist doch so. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Handy dabei? Ich bin vegan. Was? Ich wollte nur wissen, ob Sie mir eventuell kurz ein Telefon geben können. Ich habe Durchfall. Oh Mann, Alter. Ey, das war gestern der Hammer. Dann fragst du so, dann kann ich mit Karte bezahlen? So, bei der Kollegin rechts. Ich guck so. Und dann holt er das Handy raus. Und der andere schon, was machst du hier? Ich such meine PIN raus. Und, so, und dann alle gucken schon und lachen. Ich so, ja, welche, wo hast du die PINs für dein Handy stehen? So, was ist das denn, ey? Luis Decker, ich grüße dich, Luis. Oder heißt du Louis? Also, hier von Dings, die, also Instant-Nudel-technisch sind für mich die allerleckersten wirklich diese Samyang-Nudeln aus, diese südkoreanischen, wo alle YouTuber diese übertriebenen, die schärfsten Nudeln der Welt und dann bereiten die zu, als wäre es eine Suppe. Ach, ganz ehrlich, für mich ist das immer hier diese ganz normale Yum-Yum-Nudeln. Ja, ja, aber ey, diese Samyang-Dinger, die sind wirklich, die sind, trotz dass sie so scharf sind, also selbst Menschen, die jetzt Schärfe, meine Ex mag Schärfe jetzt dann auch nicht so, aber selbst die hat gesagt, du kannst nicht aufhören, die zu essen. Weil die halt, die sind so geil glutamatisiert. Was auch geil ist, sind diese, wie heißt die? Gibt's auch in so Nudelbecher, auch so Nudeln halt, ne? Da schützt Wasser rein, dann quillt das auf, aber dann musst du das Wasser wieder abschütten und dann hast du nur diese Soße und die Nudeln. Die, ich weiß welche, die haben so rote und orangene Becherdeckel. Ja, genau. Nissin. Nein, also Nissin ist ja generell halt einer der größten Hersteller. Aber, ja, aber Nissin Koba oder so heißen die, glaube ich. Ich überlege gerade, wie die heißen. Wir haben die auch unten stehen, aber ich bin zu voll, jetzt gucken zu gehen. Wenn du mal was Überwürztes haben willst, ja, das ist das. die sind so wow. Ja, ja, aber deswegen sage ich ja, diese Samyang, die gibt es leider halt nicht in mild. Also die gibt es in mild, aber dann sind die meistens ausverkauft. Mein Cousin kann mit dem Handy bezahlen, dann den Scanner halt. Aber nee, so war das bei dem nicht. Du meinst diese Cup-Nudels Nissin Soba, meinst du, glaube ich. Die Soba-Nudeln, ja, so ja. ist das. Ja, ja. Genau. Ja, ja, die Marke, genau. Nissin ist ja nur die Marke. Ja, ja. Soba. So ja, genau. Soba-Nudeln. Die sind geil, da mache ich die roten am liebsten. King Kubi meint, das sind Udon-Nudeln. Nee, nee, Udon-Nudeln sind wieder was anderes. Ja, ja. Soba-Nudeln, ja. S-O-B-A, das ist das. Udon sind auch so ein bisschen dicker. Genau. So, ich glaube, ich nehme mir eine Spitzhacke mit, so eine 3D-gedruckte. Die Soba-Dinger, da mag ich die roten am liebsten von. Sowas, aber es gibt auch halt einfach diese Tage, wo man genau das braucht. Also, klar, gesunde Ernährung hin oder her, so, ich esse jetzt auch nicht jeden Tag nur Müll, ne, so, ich koche auch manchmal wirklich echte Nahrung, so, und gebe mir dann auch Mühe und lasse mir dann auch Zeit und schreie nicht rum und natürlich wird sich das dann auch mal nach, ne. Wie gesagt, Kinder, ne, es ist hier auch ein bisschen Entertainment, darf ja auch mal sein zwischendurch. Ne? Aber ich mag dann auch dieses umgekehrte Echauffieren nicht. Ne? So wie gesagt, wie dann Leute so, wie kann man nur fertigen Kartoffelpüree essen? Ich habe halt nicht jeden Tag Zeit, richtigen Kartoffelpüree zuzubereiten. Manchmal brauche ich halt einfach nur ein Stück Butter in Wasser und dann schütte ich da Pulver rein und dann bin ich fertig. Das ist so. Ja. Ja. Punkt. Ganz einfache Sache. Ja, das ist dann wie diese Muttis im Kindergarten, die dann den ganzen Tag Rezepte austauschen. Weil, ne, wenn der Baba arbeiten ist und der dann nach Hause kommt, will er natürlich, ne, so, ja, ich back dreimal die Woche einen Kuchen, so. Alter, dreimal die Woche einen Kuchen backen. Ich bin alleinerziehend, ich bin froh, wenn ich einmal im Jahr einen Kuchen essen kann. Was stimmt mit euch nicht? Habt ihr alle nichts zu tun? Also ich habe eine Spitzhacke jetzt in Gedöns und zwei Nahrungsbeutel. Da kann ich dir einen abgeben. Da war ich jetzt mal so frei und habe mit meinem restlichen Credits einen zweiten. Ach so, ich wollte mal gucken. Aber das mit den Axt mitnehmen hat jetzt nichts gebracht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ja, und wer war der schandlige Schandmann, der gesagt hat, das geht? Hab ich gesehen. Ja, der lässt sich heute nicht blicken. Der weiß nämlich, was auf ihn zukommt. Naja, die sind nicht fett, Zelda. Die kochen einfach nur und backen so viel, weil sie halt die Zeit haben. Und dann verteilen die das. Da wird dann noch die Omski besucht und die Tanten und... Wo es bei mir dann kritisch wird, ist so Sachen wie fertige, wie heißt das immer, aus diesen Fertiggerichten, so Hacksteaks dann oder so. Ne, so da wird es bei mir dann immer komisch. So, das kann ich konsistenztechnisch auch schwierig konsumieren. Ja. Was kannst du konsistenztechnisch, was? Diese, wenn du so, es gibt doch so Fertiggerichte, so Hacksteaks mit Kartoffelpüree oder ja, so zum Beispiel. Ja, ist halt, das ist Junkfood. Morgen mache ich Nudeleintopf. Der Große ist krank. Oh, der Große ist krank beim Sven. Also gibt's morgen Nudeleintopf. Klingt gut, klingt sehr gut. So One-Pot-Zeug mache ich auch gerne, voll oft. Bist du fertig? Nee. Ich überlege gerade, ob ich, bevor wir starten, noch mal aufs Klo gehe, schnell. Also ich weiß noch nicht so genau. Ich überlege, ich suche mal so nach dem einen oder anderen Territorial. Ich bin auch noch in dieser Werkstatt hier drin. Oh, ich glaube, das Ding. Ah, nee, wir brauchen dafür diese Dings, diese seltenen Sachen. Und die haben wir noch nicht, ne? Biom Multibel, wie lange? Oh, 29 Tage. Oh, nee, das ist vielleicht ein bisschen... Ja, nee, das heißt, nur so lange ist der Realm geöffnet. Also so lange kannst du rein und raus und deine Quest machen. Ja, aber ich dachte, es wird vielleicht auch eine bestimmte Mission sein, die auch lange braucht. So. Ach so, weiß ich nicht. Was kann denn der Anzug hier? Warum? Oh, der kostet 600 Forschungskosten. Ja, leck mich doch im Kimmenschlitz. Was ist denn das? Ein Ausdauergel. Das kenne ich, das habe ich doch im Beate-Use-Shop gesehen. Ja. Habe ich vielleicht noch eine Kanne von hier? So, ich gehe mal kurz auf Toilette. Eine Kanne? Ja, kleckern und klotzen statt kleckern. So, K&K, Jack, Wildrüssel, Smoker sagt Hi. Hi. Ja, wenn ihr jetzt sowieso nur auf den Bildschirm starrt, während der Kreis kurz kacken ist, dann könnt ihr auch kurz mal rüberkommen und eventuell ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr das nicht wollt, ist das nicht schlimm. Dann macht ihr das halt nicht. So. Ganz toll. Was haben wir hier? Biom Canyons. Ach nö, ich will nicht schon wieder in die Canyons. Ich möchte gerne... Was haben wir denn hier für Biome? Biom verschiedene. Das klingt gut. Das klingt doch gut. Finde eine Route an den Rand des Flussgebiets. Setze ein Signal. Ja, das ist doch gut. Die Belohnung sieht ganz gut aus. Das Flusslandbiom bietet ertragreiche Schürfgebiete, ist aber aufgrund seiner abgelegenen und unzugänglichen Lage weitgehend unerkundet. Wo ist denn das Flusslandbiom? Ach, das ist da oben im Nordwesten. Oder sind das die Canyons? Ne, die Canyons müssten ja da im Südosten sein. Nordwesten, das muss das Flusslandbiom sein. Das ist aber cool, das ist riesig. Ja, okay. Ich glaube, das wäre was. Was läuft denn da so rum? Waterfall Expedition. Ich glaube, das wär's. Habe ich es verloren. Wo war das denn jetzt? Mitte rechts, okay. Wenn der Kreis vom Kacken wieder da ist. Dann können wir damit starten. Das ist eigentlich ganz cool. König wird nicht begrapscht. Auch der wird begrapscht. Warum sollte man sonst König sein, wenn keiner grapschen darf? Sehe ich nicht. So, mal vom Kreis zu dir gewechselt und ein Abo dagelassen. Sven, das ist ein geiler. Ne? Sven ist ein geiler Typ. Sven hat einen geilen Namen, ist ein geiler Typ. Guck mal, der Exi spielt einfach heimlich Ikarus. Das sehe ich gerade, dass das aufploppt. So. Spielt der Exi Ikarus. Alleine hier. Spielt er nicht mit uns. So. Ja. Der König grapscht und wird nicht begrapscht. Ach so, okay. Hilmar Björn Friedrichs, ich grüße dich. Ich habe mein Like da gelassen. Dankeschön, Hilmar. Geil. Jo, Druck.
Aber jetzt habe ich hier, ne, genau, was war jetzt der Unterschied zwischen den beiden Spitzhacken? Die eine hatte plus, 35, plus 30 so, bin ich Verschleiß von Spitzhacken und die andere hatte 15% Ausdauerverbrauch von Aktionen mit Spitzhacken. Also beim nächsten Mal setze ich den Chipotle-Abend aber aus. Nee, der Exi, der spielt einfach heimlich hier Icarus. Exi spielt heimlich Icarus, ohne, ja. ohne Deso. Ja, weiß ich nicht, ich habe nur gesehen, dass Exi gerade startete. Ich weiß nicht, ob der ohne Deso spielt. Das ist doch so ein Deso-Spiel. Na, guck mal. Nee, guck mal, hier ist es auch nicht drin. Da gelassen. Und das Reel war toll, siehst du? Was, ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Reel geschickt habe. Harry hat mir heute im Schuppen Plätzchen gemacht. Halbwein, Heimer. Was, wer? Mary hat dir heute Plätzchen gemacht? Im Schuppen, ja. Was? Was? Ist das ein Code? Ist, ja. Oh, Markus Oettinger. Nee, Oettinger, Entschuldigung. Markus Oettinger. Oh, Biom Verschiedenes. Nach Abos geschnurrt. Ja, pass auf, warte, ich hab gerade. Mach doch mal. Mitte rechts. Waterfall Expedition würde ich gerne machen. Ja. Das ist das Flussland. Ja. Das sieht gut aus. Belohnung sieht eigentlich ganz okay aus. Schwierigkeitsgrad hart. Was? Bestimmt, ja. Unten rechts. Mach's gut, Murphy. Danke fürs Reinlunsen. Was war denn das, was wir jetzt gerade hatten? Easy. Nee. Ist das. Ich weiß nicht, welches war das denn? Doch, hatten wir. Easy. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Der Knotenpunkt, den oberen Knotenpunkt haben wir jetzt gemacht. Nein, der obere Knotenpunkt, das ist doch hier Dings gewesen. Das sieht doch nach Canyons aus. Dann, hä? Aber dann haben wir das davor. Nee, doch, wir haben den gemacht. Nee, wir haben das Scannerort 1. Dry Run Expedition. Ah, oh, haben wir die Dry Run gemacht? Ja, guck mal, das war hart. Guck mal. Ah, okay. Ja, genau. Nee, drei. Nee, warte mal. Nee, stimmt gar nicht. Das war das auch nicht. Weil die geht nämlich noch 3 Tage. Und als wir. Aber das andere geht noch 6 Tage? Was haben wir denn gemacht? Ich weiß es auch nicht. Da ist ein Häkchen dran. Da ist ein Häkchen. Ich meine, dran. Wir haben den Knotenpunkt gemacht. Nee, der Knotenpunkt, das ist doch hier. Oder ist der jetzt geschlossen und da eine neue Mission? Das kann ja auch sein. Sammle Canyon Geodaten. Nee, das ist der Knotenpunkt. Das hatten wir schon vorher längst gemacht. Ja, stimmt. Was. Nee, das ist Coming Soon. Sandblast. Anscheinend weg. Oh. Ist anscheinend weg? Ja. Das kann ja nicht Dry Run Expedition sein. Das war ja das, wo wir einerseits eine zu den Canyons führende Route zu eröffnen, ist gescheitert. Doch die Bereiche über einen unterirdischen Höhlen. Berichte, ja, das war das, um das macht Spaß, bei dir zuzugucken. Vergesse ja, nicht, bei schwere Stürme war, immer den Hammer bereit zu halten. Lach Ender Smiley. Ja gut, wir gehen rein. Wir können ja immer noch einfach wieder gehen. Ne? Genau. Kriegst halt keine Belohnung, aber meine Güte, drauf geschurzt. Genau. Ne? Ja, genau. Also, Schiffgebiet beanspruchen, Ausrüstung bestätigen. Nur Freunde. Hat jetzt auch Golfe drunter geladen. Der White Cyber, Black Cyber. Haut 5 Euro raus. Richtig geil. Nice. Vielen, vielen, vielen Dank. Und schön. Gefällt mir. Freut mich. Freut mich, dass du Freude hast. Schiffgebiet. Willkommen. Dankeschön. Okay. Ich könnte jetzt auch einfach. Ich könnte jetzt im Schiffgebiet hier von dem beitreten, von dem ich dir erzählt habe, die auch ihre Hütte abgefackelt. Ach so. Geh rein, fackel ihre Hütte ab. Nein. Da hingehen, alles anzünden. Das sind gerade 2 Hunde. Das wäre voll mies. Aber wenn der Kreis jetzt auch nicht mehr unsichtbar wäre, könnte ich auch weiter. Bin ich unsichtbar? Glaub mir, ich habe so viel Körpermasse, mich kannst du nicht übersehen. Mary sagt auch ständig, ich bin dick. Jetzt kommt wieder. Kommt doch gar, stimmt doch nicht! Kann nicht sein, du ärgerst! Immer noch unsichtbar? Nee, aber jetzt nicht mehr. So, jetzt da. Guck mal, Kreis Street Icarus. Ich stehe mitten in der Wüste. Ich Gebiet beitreten. Echt jetzt? Ich komme nicht. Also von Wüste habe ich echt die Schnauze voll. Oh nein. Aber wir sind doch in den Flusslanden. Starten wir denn dann? Starten wir da unten in der unerforschten Wüste? Yannick Thiele, ich grüße dich, Yannick. Wo landest du? Kann ich mich selber begreifen, Hina? Das ist eine Frage, wo ich einen 12-Jährigen nicht drauf antworten werde. Ja. Alter. Bist du Jeck oder was? Bist du Jeck? Wieso habe ich jetzt meinen ganzen Krempel nicht mitnehmen dürfen? Ach doch, durfte ich. Ich habe nur die Spitzhacke nur im Auswahlinventar.
Ich komme jetzt, glaube ich, erstmal zu dir rübergerannt. Besorg mir aber vorsichtshalber mal ein Messer noch. Sexuelle Schwungmasse. So. Ich bekomme hier dann den Shitstorm. Nein, Mary ist ganz lieb. Am Arsch der Welt schon wieder. Erstmal hier. Okay, Moment, aber hier sind Fasernpflanzen, die ich so noch nicht kannte. Oh, ich habe auch keinen Schutzanzug mehr, ne? Ich muss jetzt irgendwie zu dir rüberkommen. Wahrscheinlich werde ich vorher schon dreimal sterben. Was? Wie weit sind wir denn voneinander getrennt? Oh. Du bist auf der einen Seite des Canyons, nicht auf der anderen. Was ist denn das für eine Spitzhacke, die ich hier habe? Mit der kann ich ja gar nichts abbauen. Mignon. Was ist das für ein Scheiß? Mignon. Ich weiß nicht, was sollst du denn damit abbauen eigentlich? Ja, ich dachte, das ist so eine 3D-geprintete Spitzhacke, mit der ich jetzt schon mal hier Steine abbauen kann. Kannst du aber nicht, oder wie? Nee, kann ich draufkloppen? Ach, ich bin bestimmt wieder buggy oder so. Ich komme nochmal wieder zurück zur Charakterauswahl, ja. Aber heute stand in den Patchnotes, dass es gefixt wurde? Ja, ja. Die und ihre scheiß Patches. Da bin ich echt, ich stehe jetzt auf Kriegsfuß mit. So, ich habe eine Spitzhacke. 30 MB gedownloadet. Ah, 40, 49 GB Patchen. Ja. Ob der Weihnachtsmann auch mit dem Shuttle kommt, ja? Was meinst du, was dann die Kohle durchs Wohnzimmer fliegt? Malone, mach's gut. Oh. Hey, Kumpel Wildschwein. So, kann ich jetzt hier? Wildschwein ist mein Freund, Wildschwein. Das ist voll die Kackspitzhacke hier. Wozu sind die dann gut? Ich weiß auch nicht. Dafür habe ich meinen Scheiß Inventar, meine scheiß teuren Punkte ausgegeben. Für ein paar Snacks und eine schlechte Spitzhacke, die nicht funktioniert. Ne, ist auch keine Axt. Ne, ist eine Spitzhacke, steht auch dran. Hä, wie ist keine Spitzhacke? Ja, also es steht dran, MXK Spitzhacke. Aber die macht nichts. Dann kann ich damit da hinten, vielleicht kann ich Sauerstoff damit abbauen oder so. Ich geh mal da hinten rüber. Kann ich damit Oxygen abbauen? Ah, Oxy kann ich damit abbauen. Okay, das war's. Wow. Mega scheiße. Weil ich hab nämlich auch schon eine Spitzhacke und... Blöde Kackspitzhacke. Für irgendwas, Hygiene aber... Erz kann ich auch abbauen? Vielleicht... Oh nein, Hygiene! Oh, bitte lass mich nicht... Bewahr sie aber mal auf, weil vielleicht kannst du damit hinterher Alu oder so abbauen. Das könnte... Ah, das könnte natürlich sein. Also ja, weggeworfen bin ich es jetzt nicht, aber... Ah, hier ist so eine blöde Hygiene. Ich hab ein Messer, da hinten kommt ein Elefant. Messer mache ich mir jetzt auch erstmal. Sollen wir in Richtung zu diesem Missionspunkt gleich erstmal schon mal gehen? Ja, ich suche nur eben hier nach ein paar Steinen und dass ich mir... Obwohl das sehr weit weg ist. ...eine richtige Spitzhacke machen kann. Ein Stein brauche ich noch hier. Komm, gut, da. Hast du die richtige Mission gewählt? Ja. Stand was von Flussland. Wir sollen das Flussland ausfindig machen. Oh. Puma! Ja, Puma! Ja, das ist immer noch die verkackte Hyäne. Hast du kein Messer? Ja, doch, klar. Ja, wo bist denn du? Ich muss mal kurz auf der Map gucken. Direkt vor dir irgendwo. Oh, links, da. Der anderen Seite vom Elefanten. Ja. Ja, komm ich mal rüber. Ah, Puma, Hyäne, Puma. Da kommt noch ein Elefant, was geht hier ab? Elefanti. Mhm. Ich muss leider gehen, schnell. Okay, Baumi. Warum hat Baumi Durchfall? Weil er schnell. Nichts Schlimmes. Durchfall wäre schlimm. Durchfall wäre jetzt nicht so geil. Bist du angegriffen vom Puma? Nein, das bin ich. Komm her, ich will den Platz des Kampfes. Der ist hier.
Oh, ich bin einfach weggelaufen, das gereicht. Wo ist denn der Kreis jetzt hin? Where can you see lions? Der ist schon längst weiter nach vorne gelaufen, da kommt der Puma. Klar, only in Kenya. Rollt hier ganz schön runter, der Puma. Where the giraffes are. Ist das eigentlich von denselben wie Narwhals, Narwhals, swimming in the ocean? Ich weiß gar nicht. André B., hallo, moin. Wo sind die Bären? Du Geier, nicht hier. Also nicht in der Wüste. In der Wüste, in der Wüste, da sah ich mal zwei Brüste. Felix, erlässt ein Gesetz, dass man erst mit 25 heiraten darf. Ja, das ist gar nicht so verkehrt, das Gesetz. Ja, viele sollten sich da Gedanken drüber machen. Das sollte man nicht zu früh entscheiden. Okay, hier kommen wir nicht runter. Wir müssen da unten hin. Oh, hier, das ist so eine Art natürliche Treppe. Eventuell. Au. Oh. Es hat echt nur ein kleines bisschen wehgetan. Ich muss erst mal gucken, wo der Kreis hier ist. Au. Ein bisschen Holz. Liegt hier Holz rum? Habe ich eine Axt? Kann ich eine Axt bauen? Oh, ein Stein. Oh, toll. Kakteen wären halt geil, ne? Axt herstellen. Hackst du irgendwo Holz? Jetzt gerade, ja. Ach so, okay. Warum? Hast du es gehört, oder was? Ja, weil ich in der Ferne einen Holzhacken gehört habe. Ich fühle mich einfach nackt ohne Bogen. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich fühle mich auch immer nackt ohne Hoden. Siehst du? Dieses, genau, stimmt, das war, glaube ich, das, was mir Mary geschickt hat. Dieses Insta-Video, wo die den Hals von dem Truthahn da aus nächster Nähe zeigen und befummeln. Und es sieht einfach aus wie Eier. Ja. Wie Hodensack. Ja, generell ist das bei Vögeln ohne Federn so. Guck mal, was denkst du, was das ist? Ja, Truthahnhals. So, was? So, warum? Woher weißt du das? So. Okay, ist hier in der Ecke die natürliche Treppe, von der er gesprochen hat? Nee, hier geht's einfach gar nicht. Ja, da ungefähr. Geh mal weiter noch ein Stück und dann links von dir, ja da, ist ein bisschen größerer Sprung. Der knackt auch einmal, aber dann kannst du einen zweiten Knacksprung machen und dann bist du unten. Links von dir, glaube ich, auch wieder, oder? Ja, hier. Toll. Was denn? Ich hab mich ein Puma gesehen. Ich kann da jetzt auch nicht hin, weil da gerade eine Hyäne auf mich zukommt. Ich lauf schon mal weiter. Nee, ich komm schon. Erstellung, wie sieht's aus? Zieh dich aus. So, ja, was haben wir denn hier? Bisschen Oxygen. Ich sammle jetzt auch schon mal ein bisschen mehr Holz für. Weil wir gleich wahrscheinlich relativ schnell eine rudimentäre Hütte bauen müssen. Für die erste Nacht ist so ein kleines Hütchen, weißt du ja vom letzten Mal. Stimmt, das. Oh, gut, dass du das sagst, ich hätte jetzt nicht dran gedacht. Brauchst du Essen? Ich habe noch einen Sack. Nee, Moment noch nicht. Das ist auch Buffy, ne? Also. Okay, aber nee, Moment noch nicht. Noch nicht. Vor allem, wenn wir nur hier die Natur zerstören, dann konzentrieren sich die Tiere, konzentrieren sie ihren Hass auf diese Stelle. Meinst du, so läuft das hier? Ich denke schon, ja. Ist so ein Gaia-Ding, ja? Mhm. Mhm. And the weather is delightful. Komm auf der Arbeit gut an. Was war denn hier so?
Alter, wir kommen da nie an heute. Ist das so schlimm, echt? Guck mal, wir sind jetzt erst an diesem Canyon vorbei. Wir hätten vielleicht rechts rumgehen sollen. Oh, okay. Wo ist denn das? Ach, das ist hier. Guck mal, da waren wir eben auch schon hergelaufen, aber. Das ist quasi, also das ist da, wo wir eben den letzten Scan durchgeführt haben. Puma, 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 Puma! Hast du gehört? Puma, ja. Da kommen wir locker an. Ruckzuck. Also, es sei denn, oh, Elefant, Elefant, Elefant. Ich hab niemandem was getan! Ich seh's, ich seh's. Von hier aus sieht das ganz lustig aus. Mein Anwalt wird sich bei dir melden, Elefant! Oh nein, müssen wir nach rechts dann. Ups. Also gehen wir jetzt dann erst noch weiter links? Ich muss gucken. Ne, rechts, rechts, rechts. Wir stehen auf dem Kopf. Wir müssen hier rechts um die Ecke. Wir stehen auf dem Kopf? Ja, also die Map. Das haben wir falsch rum. Sonst. Ach so. Würden wir jetzt, ne? Ja. Da, ich bilde auch noch. Jetzt weiß Sven, dass Babyvogelhälse wie Hoden aus. Ja. Wow, nett. Puma, Puma! Stirb, stirb! Ich war baff, dass meine Frau diesen Unterschied halt sofort gesehen hat. Also ich habe ihn nicht gesehen. Also ja, mir war klar, dass es nicht das ist, was ich jetzt halte, weil das halt sonst nicht über Instagram so verschickt wird. Oh, oh, was ist das denn hier? Guck mal. Eine Schilfblume. Was, wo? Damit kann man antibakterielles Zeug herstellen. Oh, ey, Moment, hier aber... Hier ist richtig was los, guck mal. Hier ist richtiger Schilf auch. Warte mal, nein, noch nicht. Nein. Ich hab Sichel schon. Achso, okay, dann los geht's. Sichel. Ne, den Schilf selbst kannst du nicht. Du musst diese... Ah. Da müssen so große Dinger sein. Ich habe jetzt erst eine gesehen. Achso, aber okay. Das heißt... Aber das gab's vorher nicht. In der anderen Wüste. Nee. Zumindest haben wir es nicht gesehen. Der Kranzeder, Georg. Wie geht? Gut, danke, Georg. Hey, gut. Georg. Ich bin ein bisschen vollgefressen mit ekligem Essen, was nicht unbedingt sehr gesund, aber dafür sehr köstlich war. Wo bist du? Na, hier. Rechts von dir, ein bisschen schräg rechts. Also so hier hinten. Oh. Ah, da, okay. Mein Messer vor Aggressivität geworfen. Ich brauche immer noch den Bogen. Ich brauche immer noch Stöckchen. Stöcke? Kann ich dir machen? Ja, mach mal. Wie viel brauchst du? Ja, so ein paar. Ja, so, wie viel? Ja, so für zwei Bogen brauche ich 48. Ich habe jetzt 21, ne? Mach mal so. Ja, hier, warte, schmeiß ich mal weg hier. Differenz. Keine Ahnung, mach hier, nimm das. So, zack. Georg. Was? Sven geht noch in den Knast, wenn es so weitergeht. Warum? Warum gehe ich in den Knast? Wofür? Warte, hier, halt, stehen geblieben. Kann ich Steinpfeile machen? Und wenn ja, aber ihr kannst nochmal Stöcke machen? Richtig viele? So 20 Stück, 30, 40? Richtig viele? Ja, mach mal 100. Grüß dich. Ich mach mal richtig so. Ja, ja, wie gesagt, es dauert nicht lange. Ich wollte nicht Pupen abstapeln jetzt hier. So. Mal ein paar Knochenpfeile. Steinpfeile. Oh, super. Hast du Steine? Stimmt. Ja. Was habe ich? Steine? Ja, ich brauche hier noch 17. Also werden jetzt. Okay, ich bin Buggy. Liegt an mir. Wieso? Ich muss das Spiel neu starten. Ja, ich kann keinen Stein abbauen. Den kann man ja auch nicht abbauen. Warum nicht? Mr. Buggy, den kannst du abbauen hier. Wo ist denn der Unterschied? Wo hast du denn da jetzt. Also außer dass hier ein Tooltip auftaucht. Ja, das ist der Indikator dafür. Oh, warte mal. Ja, okay. Das funktioniert hier, die 3D gedruckte. Spitzhacke. Okay, okay. Anwenderfehler. I get it. Anwenderfehler. Guck mal, Mary. Aber es ist doch kein optischer Unterschied, oder? Ich finde schon. Deswegen konnte ich es dir auf Anhieb sagen. Ich seh da keinen. Also ich glaube, ich latsche jetzt extra so drum rum. Ja, schon. Das ist eine andere Struktur. Ach, halt die Fresse. Mary hat gerade gesagt, die Elefanten wollen sich an uns rächen, wegen It Takes Two. Das bedeutet 69, das ist so wie 31er, das ist so ähnlich wie Verräter. Ich krieg nicht mal mehr XP. Früher habe ich noch geteilte XP gekriegt. Ich habe übrigens noch 3 Talentpunkte und 6 Entwurfspunkte. Ja, bin ich.
Ja, bleib doch mal. Ich hab doch jetzt hier Pfeile. Aber wir müssen weiterziehen. Es ist 13 Uhr. In 3-4 Stunden wird's dunkel. Ja, aber du willst doch auch. Du hast jetzt einen Bogen, dann brauchst du auch Pfeile. Hier. Ja, ich habe auch ein Messer. Teilen. Ja, toll. Ich stech die. Ja, so. Sind nicht die besten Pfeile, aber immerhin so ein bisschen, ne? Ja, kein Stein, ey. Ich habe ewig keine Fanta mehr getrunken. Ich bin ja so ein Wassertrinker. Eigentlich. Aber jetzt habe ich heute eine Fanta geschenkt bekommen. Da will ich das auch mal nutzen. Was bedeutet 69? Wenn du groß bist, studierst du Jura? Was? Nee. Was? Ja, das heißt das. Lass dir nichts anderes erzählen. Jetzt, Hila hat gegoogelt, aber das wird wegmoderiert, glaube ich. Ja. Nein, das stimmt nicht, was da im Internet steht. Glaub nicht immer dem Internet. Nee, glaub nicht dem Internet. Das ist sowas wie, oh, ich hab ein Level abbekommen, weil du von der Hyäne gebumst wurdest. Jetzt habe ich auch 3 Talentpunkte. Alter, wie viel gibt mir Hyäne? 3000? Oh, Alter, noch eine. Kommst du klar? Jo. Ich das gleich noch eine. Paragraph 69, Entziehung der Fahrerlaubnis. Ja, siehst du, das ist 69. Sag ich doch, das ist wie Verräter, nur mit Führerschein. Kurz das Messer reparieren. Ein Verband konsumieren, weil. Oh, trinken. Lass uns mal schnell einen Schluck trinken, bevor wir jetzt weiterrennen. Okay. Oder? Ja. Wie steht's mit Nahrung bei dir? Gelb in der Mitte. Mach die Tür zu, warte, wenn du auf der Toilette bist. Hier, jetzt kriegst du einen geilen Beutel. Hier. ich weiß aber noch nicht, was das bringt, aber das ist, glaube ich, Buff-Food auch. Georg, danke für 6 Euro und danke für den folgenden Satz. Schatz, schau, ich bin ein 3D-Drucker. Mach die Tür zu, wenn du kacken gehst. Oder wenn du auf der Toilette bist, ja. Oh, danke, ja. Dankeschön. Ah, ja, Georg hat dasselbe bei mir gemacht. Guck mal hier. Guck mal. Danke, Georg. Guck mal. 6 Euro. Ja, was ist denn? Was ist das für ein Strauch? Aloe. Oh, jetzt können wir uns den Hintern einreiben, dann wird er nicht mehr wund. Ah. Ja. Feuchte Poperzen im Wüstensand. Ja. Klingt nach meinem ersten Buch. Hast du jetzt eigentlich einen Bogen oder habe ich dir gar keinen abgegeben? Doch, hast du. Vorsicht, hinter dir. Puma. Wieso habe ich denn 2 Bögen? Weil einen zu viel gemacht hast? Ja, ist irgendwie komisch. Ich glaube, Hina geht gleich wieder auf die stille Treppe. Ey, da kommen wir heute nicht mehr an. Ach, klar. Wir müssen, ja, so weit ist das nicht mehr. Komm, wir rennen jetzt. Das ist da hinten. Glaub mal, das ist nicht mehr weit. Vergiss auch immer, dass wir so spät erst angefangen haben. Aber das, wir sehen schon da hinten das Ende der Map. So, da müssen wir hin. Wieder gleich über die große Fläche. Das ist nicht mehr weit. Das schaffen wir. So, Hina hat die stille Treppe erreicht. 60 ist 1 vor 70. Ja, 70 ist richtig versaut. Mit dem Haken und dem Loch und. Relas, meine Freunde! Ah, wie meinte mal ein weiser Türke. Hatsitaki mit mir und eure Probleme sind gelöst. Okay. Dann muss das wohl stimmen. Lemmy Wings, ich grüße dich. Aber das ist doch griechisch. Ja, ich glaube, da legen auch alle. Ich glaube, ausgerechnet die beiden Länder legen da auch sehr viel Wert drauf, dass man den Unterschied kennt. Aber haben wir jetzt Buff-Food? Ja, wir haben Buff-Food. Eine Stunde lang sogar. Oh, das ist aber... Was bufft der denn? Ja, plus 10 Ausdauer, Gesundheit, minus 10 Wasserverbrauch, Nahrungsverbrauch, Sauerstoffverbrauch. Okay. Das ist schon ein ordentliches Buff-Food. Eine Stunde lang oder eine Stunde 5 Minuten, so. Oh oh. Ja. Leichte Winde. Trockene Winde, aber wir haben doch Aleo. Alle. Ich ganz nah an der Wand entlang gehe. Es schubbert.
Was soll dieses Geschubbere und Gebubbere? Ah doch, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich öffne jetzt mein Überraschungsei. Jetzt habe ich es. Entschuldigung. Mein Gott. Ich hoffe, es ist was Schönes hier. Das wäre geil. Ist das so ein großes Überraschungsei? Maxi-Ei meinst du? Ja. Aber ich finde dieses Kinderjoy finde ich irgendwie gar nicht so geil. Ich finde das. Ja, gut. Also ich bin da eher konservativ. Das ist auch geil. Es ist ja nur erfunden worden, damit sie es in Amerika verkaufen können. Ach so. Übrigens, das Kinderjoy ist auch der Beweis, dass es sehr wohl weiße Nutella geben könnte. Ah ja. Da ist nämlich weiße Nutella quasi drin. Wir müssen es halt nur ins Glas stopfen. Aber nein. Kommst du jetzt mit? Müssen wir echt da lang? Aus meinem Adventskalender. Komm, jetzt gibt er auch an, ne? Das war. Ein Adventskalender, ja. Adventskalender. Wenn wir hier lang müssen. Dab, 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 dab. Ja, wir müssen hier lang. Okay. Büffel. Buffel? Buffel? Auf einmal grüne Wiesen oder was? Ja. Oh geil, dann gibt's ja Nahrungsmittel und so. Und Bäume. Ist auch scheiß Wetter. Au! Lass mich in Ruhe, du blöde Wildsau! Oh, darauf bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Warum? Ja, tot. Oh nein, nein, mach kein Schock. Ja, Gott sei Dank. Wildschweine können mir gar nichts. Ich danke. Ja, super. Jetzt ist aber mein ganzer Krempel halt scheiße. Jetzt ist mein Buff-Food weg. Ich habe Hunger, Durst, kein Sauerstoff. Oh Mann, ey. Da vorne ist ein Wolf. Dem lasse ich jetzt erstmal meine Food aus. Da ist noch ein Wolf. Hier rechts ist noch ein Agro-Wolf. Erstmal brauche ich jetzt den Sauerstoff hier. Bevor ich jetzt direkt wieder verrecke. Aber das ist gut, dann können wir wenigstens gleich eine schöne Hütte bauen, noch schnell. Billige Nutella mit weißer Schoko. Ja, das ist aber nicht das Gleiche. Es ist nicht dasselbe. Nee. Schmeckt nicht. Sollen wir kurz irgendwas machen? Hast du eine Wunde oder brauchen wir noch irgendwas? Ja, ich brauche auf jeden Fall Nahrung und Wasser gerade. Brauchst du auch ein Nähset? Nee, verletzt bin ich nicht. Okay. Ah, guck mal, Sven Asterik, hast du mal was da? 4,99, danke Sven. Richtig geil. Das heißt, wir müssen los. Wir müssen dir Wasser besorgen. Ja. Aber wir sind jetzt im Flussland, also. Ja. Ich bin froher Hoffnung. Aber Nahrung wird halt auch massiv wichtig. Ja, das ist ja jetzt, guck mal, jetzt rennen Wildschweine hier im Waldding rum. Das mischt sich jetzt natürlich alles ein bisschen, ne? Irgendwas greift an. Achso, okay, das war das Wildschwein. Health low. Ja, wegen der Sturmaussetzung kann ich gerade nicht regenerieren, ne? Was ist das? Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Es ist ein Schneemann drin. Das nennt man in gewissen Kulturen. Oh, hier, Obst, was? Junge, Obst. Wo, 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 wo? Ich hab's genommen. Oh, toll. Ihr müsst halt, im Wald sind doch immer ein paar Beeren. Ah, Beeren, oder? Was ist das hier? Ja, Beeren. Na, eine Handvoll Beeren reicht ja schon für den Buff. Ja, es geht vor allem darum, dass ich halt mit Beeren auch Wasser- und Essensmangel bekämpfen kann. Ja. Schimmel ist nicht immer schlecht. Siehe Käse, Salami. Bär, Bär, direkt Bär, vorne. Bär, Salami, okay, Käse, Bär, Käse, Bär. Ich kann nicht. Zurückgehen, zurückgehen, weiter. Okay, scheiße, Problem. Ja, One-Hit-Wonder. Und dich, egal. Boah, der kommt aber. Das ist aber Kletterbär. Alter, leck mich, Bär! Kannst du ihn fertig machen von da? Weiß ich noch nicht. Oh. Kann nicht wahr sein.
Boah, ich werde ihm so in seine Fratze schießen. China-Test. Ah, endlich. Habe nur Unterricht gemacht. Chatblockade. 3, 2, 1. Weil du müsstest jetzt diesen ganzen Weg nochmal latschen, wenn ich dich jetzt nicht wiederbelebe. Und das wäre kacke. Ja, da hast du nicht unrecht. Ich verliere aber auch gerade HP, weil, warum? Wegen schlechtem Wetter oder so? Ja, Sturmaussetzung. Hast du nicht genug, also kannst du ihn mit dem Fallenden treffen? Ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, bringt nichts. Achso, ich kann ja, ah, da. Wegen Exposure. Mach ihn alle den Blöden. Ich sterbe, ich kann nichts machen. Oh nein. Wegen Wetter. Oh Mann, ey. Okay, zum Wiederbeleben halten. Jetzt mal gucken, wo wir... Könnte ja auch sein, dass wir in der Nähe rauskommen. Nein, das wird nicht passieren. Okay, dann würde ich vorschlagen, wenn das nichts ist, dann gehen wir doch auf den Gletscher oder so und gucken uns einmal das Eis an. Ja, würde ich auch sagen. Gucken, wo wir jetzt runterkommen. Die Mission, der Realm ist ja noch ein paar Tage offen. Ja, das sieht ziemlich wüstig aus. Ja, wir kommen wieder dahin, ja, ungefähr, wo wir ausgesetzt wurden. Nee, ciao. Ist das da mein Dropboard? Ja, zurück zur Station. Tschüss. Nehmen uns mal so eine Frostmission lieber mit. Ja. Da will nicht wieder gesperrt werden. Dann mach sowas nicht. Oh, ich höre dich irgendwo abheben. Wo bist du? Ich finde das immer geil. Ich bin weg. Schnauze voll von dem Bums hier. Okay, ja, okay, also hart ist halt, ne, hart. Hier sind zwei Drop-Pots, wieso? Ja, einer war ja der Not-Drop-Pot. Aber der Not-Drop-Pot sieht gar nicht aus wie ein Not-Drop-Pot. Oh, dann nimm den doch. Ah, nee, kann ich nicht, der sieht jetzt nur anders aus. Haben sie vielleicht einen Skin gewechselt? Ich hätte ihn unter Umständen, hätte ich ihn halt jetzt cheesen können, aber ging nicht, weil Exposure und dann Wetter und Low HP und konnte nicht regenerieren und ja, und dann diese ganzen Nippelfotos und oh, mein Akku ist alle. Ja, wegen den Nippelfotos. Ja, das ist, weil ich da die ganze Zeit drauf starre zur Motivation. Boah, was ist das für eine Höhle? Alter, ist das eine Höhle? Wir jetzt hier, was haben wir? Okay. Biom südlicher Gletscher. Schwierigkeit normal. Das ist doch was, oder? Ja, warte, ich versuche hier eben einzusteigen. Da ist ein Puma. Ich hoffe, er versucht mich zu fangen. Los, Puma, fang mich. Das hasch mich. Okay. Das ist vom linken Cluster die unterste Mission der Ice okay. Storm Expedition. Weißt du, was ich gesehen habe? Irgendwer hat das mal gespielt jetzt hier und hat so erklärt, wie man dann irgendwie... Und bestimmte Sachen kriegst du irgendwie erst, wenn du die in einem anderen Biom bei einer Mission irgendwie freischaltest. Ah, okay. Also lohnt es sich doch noch, die alten Missionen hier zu machen, wo man vielleicht gar nicht so viel Geld kriegt. Ja, irgendwie so. Und wenn du da irgendwie Exotics dann freischaltest, können die dann auch, dann spawnen die in den anderen Missionen irgendwie. Okay. Oder ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Du weißt ja, wie das ist, ne? Nehmt Spitzhacken aus Metall mit, die behaltet ihr. Ja. Ja, wahrscheinlich hat der diese 3D-gedruckten Hacken gesehen. Ja. Das ist das, was ich meine. Wow, okay. Die muss ich mir jetzt alle wieder neu machen. Ja, okay, die hast du zurückgelassen. Oh, Mann. Aber, das ist ja ärgerlich. Weil ich vergessen habe, sie aus meinem Inventar in die Slots zu tun. Alter! Mich so haben schon gedrückt, diese Like-Knopf. Guck mal, jetzt soll ich die ganze Zeit Like-Werbung. Aber hier unten, hast du dir die Dings mal angeguckt? Welche denn? Ja, aber es ist... Argus Exploration? Nee, die was? Solid Metal Stockpile heißt sie. Ja, also, lass die doch machen. Das ist sogar Schwierigkeitsgrad easy und es gibt richtig Asche dafür. Ja, 350. Aber Moment, 30 Tage, was müssen wir da machen? Deposit Listed Resources im Cargo Pod. Ja, okay, komm, machen wir. Also wir müssen... doch sowieso nur die ganze Zeit Kappes, dann können wir auch irgendwie die Ressourcen da sammeln. Oh, mein Ding ist weg. Halt die Klappe. Ja, war das vielleicht doch kein Truthahn, als ich gesehen habe.
Kam das Video von Mary, gell? Ja. Ja, ja. Ich hatte auch kurz Befürchtung, dass die mir da etwas weiterleitet, das ich gar nicht sehen will. Ja, genau! Ja, genau! Die verkauft Nippelfotos von mir an Kami. Guck mal, ich habe ein OnlyFans-Ding. Werbung für Kreis OnlyFans. Schlupfhoden-Videos. Ah, schön. Ja, lass hier Solid Metal Gedöns machen. Los. Ich überlege gerade, ob ich mir einen Massedämpfer noch kurz herstelle und mitnehme. Nee. Nee. Jetzt hört es nicht mehr auf, ne? Nee, jetzt ist vorbei. Der Drops ist gelutscht. Nippel-NFTs. Hey, ja, gerne, NFTs. Ja, NFTs, das wäre noch ein Ding. Ich wäre gerne Schlüppi-Millionär. Jetzt, Leute, das ist ganz einfach, ne? Ab 40 Euro kriegst du deine Donations in Schlüppis ausgezahlt. Das heißt, du musst nur 1 Million Euro spenden, dann hast du 1 Million Schlüppis. Das ist mega leicht. Dann checke ich dir sogar die 2. Million Schlüppis obendrauf. So, ich starte die Mission. Mach mal. Er bereitet die Gemeindegeometrie vor. Schiffgebiet eintreten. Kann man Missionen eigentlich wiederholen, um mehr Punkte zu sammeln? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Du kannst Missionen, solange der Realm offen ist, kannst du die Mission so oft machen, wie du willst. Ich vergiss auch dir ein Like da zu lassen. So, Generalleutnant Sandra. Ja, du unglaublich toller Kinomann. Oh, jetzt würde ich dir gerne dieses Video von dem Truthahn schicken. Aber wo Truthahn, wir überlegen, also eigentlich wollte ich Krustenbraten zu Weihnachten machen, aber wir überlegen, in eine Stunde Fahrt von hier, da gibt es halt so einen Biohof. Und also Bio im Sinne von dem, also wirklich Bio, ne? Aber also ich sag mal so, für die Pute ist an Weihnachten Schluss. So, ne? Bis dahin war alles gut und dann ist halt, ne, ist halt nicht lang, aber gut, ne? Und dann kriegst du die halt Ofen fertig, schiebst rein, fertig, ne? Also, ich hatte noch nie eine Weihnachtspute. Hattest du mal sowas? Nee, ne? Nee. Also bei Überlegung, ne? Meine Eltern machen auch eher so in die Richtung so Braten oder so Schweinemedaillon-Zeugs irgendwie. Zwar schon so ein bisschen edler, aber jetzt nicht irgendwie so. Ente oder... Mein Vater hatte mal ein Perlhuhn. Hm. Nur er oder was? Ja, keiner wollte was davon. Alle wollten irgendwie... Ich habe nur Pommes und Kroketten gegessen. Ich kann mir das sogar richtig bildlich vorstellen. Karl mit seinem Perlhuhn. Mega gut. Immer will man Perlhuhn. Oh, wie es auch immer betont wurde. Nein, niemand will Perlhuhn. Wenn er 1 Million Euro Donations bekommt... Das ist ja eine Herzenssache. Also du hörst ja, also... Kann ich mich eigentlich in deinen Droppod setzen? Warum? Willst du mir da reinkacken oder was? Verpiss dich. Nee, aber dann könnte ich kurz, weil ich glaube, die Katze will raus. Der macht extrem gut. Ich habe keine Lust, dass der mir wieder in die Bude kotzt. Katzen kotzen so würdelos. So Hunde machen einfach raus, damit fertig. So, weißt du, die geübte Kotzer. Aber Katzen? Nee, Katzen nicht. Wieso kann ich hier nichts herstellen? Was brauche ich denn jetzt hier noch? Fasern. So. Okay. Wie schiffen geht noch nicht? Habt ihr denn heute schon mal geschifft? So. Warte, ich stehe hier an deinem Droppod. Ich bring kurz. Ich muss die Katze rauslassen, sonst habe ich gleich. Keinen Bock. Der soll draußen kotzen, der Arsch. Wie in der Kneipe. Boah, aber ne, wenn jetzt noch einer ein Abo da lässt, würde ich mich sehr freuen, weil ich habe dann tatsächlich in einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche, anderthalb Wochen, über 100 Abos von euch dazu bekommen, wofür ich mich übrigens herzlich bei allen bedanken will, die daran teilgehabt haben. Das ist halt, ne, für andere ist das nicht viel, für mich ist das ein gigantischer Zuwachs. Also ich habe jetzt mal geguckt, ich habe es geschafft, in einem Jahr meine Abonnenten dank euch zu verdoppeln. Und da freue ich mich sehr drüber und möchte mich auch bedanken. Voll geil. Richtig cool, ehrlich.
Jetzt muss ich hier gucken. Aber das müssen wir. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal gleich gucken, was die Mission ist. Bis dahin müssen wir erstmal. Warum uns hier. Eigentlich ist das hier ganz schön. Ich würde gerne auf der Insel bauen. Das ist doch das, wo wir immer gelandet sind, oder? Ja, das ist das, wo wir immer gelandet sind. Hier ist die Insel, da ist der große Stein, ja. Das ist das, wo wir immer gelandet sind. Dann würde ich sagen. Würde ich diesmal auf der Insel hier bauen? Können wir die Insel irgendwann komplett freiholzen? Es ist unsere Insel hier. Ein bisschen getragen worden von wem? Ach, weiß ich, das ist so ein Tragepool, ne? Da kann jeder mal was haben. Das ist halt wie in so einer WG, ne? Kann jeder mal ein bisschen tragen. Hannes Schaffer, guten Abend, Like ist drin. Dankeschön, Hannes, geiler Typ. Und Abo auch. Guck mal, Hannes ist ein geiler Typ, ne? Den kann man mal den Augapfel lecken. So. Los, nimm das her. Dass hier der ganze Wald weg ist gleich. Haben wir ordentlich Fläche, schöne Umgebung. Könnte man sich auch noch ein paar Brücken bauen später so raus, ne? Weil jetzt hier können wir, hier sind wir ja eine Weile. Hier muss man jetzt auch mal hübsch machen. Oh. Meine Güte, ey. So. Weißt du, so, machst die Tür auf. Er guckt mich an, so. Nein, guck mich an, weißt du, so dieses, ja, warum machst du jetzt die Tür auf? Ich bin jetzt nur hier mit. Bist du behindert oder was? Ich muss kotzen, nicht kacken. Es ist ja eigentlich nur so Fell, Gewöll. Aber. Ja, das muss man sich dann einlegen. Kommt trotzdem dann so eine halb verdaute Maus mit raus. Ich hatte Durchfall, Essen war lecker. Gibt's wirklich einen Kommentar hier von so einer Pizzeria? Hatte mega Durchfall an dem Tag. Also nicht von dem Essen, aber das war gut. Lieferung auch sehr schnell. Ihr wisst es so. Leute. Warum? Mit Feuer lässt sich das besser ruhen. Kein Scheiß, Grubi. Ich habe das kurz überlegt, aber dann stehen hier überall die Klumpen. So die abgebrannten Baumstämme. Und die sind viel schwieriger abzuholzen. Und die bringen halt nichts. Nee, sonst hätte ich das schon getan, Kubi. Ich hab schon. Das ist doch wieder, hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, das ist wieder dasselbe. Ich schlag diesmal vor, dass wir hier die Insel nehmen. Ja, aber da können wir uns halt nicht so krass ausbreiten, ne? Die ist riesig groß, die Insel. Ja gut, dann. Doch, die geht. Dann roden wir die mal runter. Ja, ordentlich wegroden hier, ne? Also hier haben wir erstmal reichlich Holz noch. Dann können wir uns so Brücken bauen in alle Richtungen. Aber ist das ist hier wahrscheinlich ein großer Fels, ne? Das ist jetzt nichts zum Abbauen, oder? Nee, das ist nichts zum Abbauen, denke ich mal. Das wäre so geil, da hätte man sich reinarbeiten können. Ich habe eine Möhre. Ich auch. Ich bräuchte jetzt. Behalte ich auch, die werde ich anpflanzen. Ich bräuchte noch ein bisschen Stock und Stein für meine. Aber ich meine. Ich dachte, der Wald soll brennen. Ja, aber doch nicht der Wald hier, weil, ne? Aber ich zünd euch gleich ein bisschen Wald an. Vielleicht zünde ich auch den Kreis einmal an. Ich meine. Ganz lieb, bitte sag, zünde ich auch den Kreis mal an. Wenn ihr mir 100 Euro gebt, dann connecte ich bei jemandem Fremden auf den Server und brenne seine Hütte ab. Also, ich könnte jetzt auf jemandes Server connecten und ihm die Hütte abbrennen. Da müsste ich aber schon. Dann bist du aber nicht mehr. 100 Euro reichen dafür nicht, weil der weiß, wo ich wohne. Und der hat ein schnelles Auto. Der sitzt drin, der ist dann während des Streams. Ist der noch hier? Dann klingelt's und dann macht's Klatsch. So. Und dann will er das Geld haben. Achso. Cam wollte er haben bestimmt, ne? Hast du schon mal Gmod gespielt? Gary's Mod? Ich hab das schon mal gespielt. Ich hab's noch nie gespielt. Ja. Lundax fragt, oder Landax? Auf jeden Fall ein Dax. Ein Dax kam aus dem Chat und hat gefragt. Der Dirk. Nee, ich hab tatsächlich den Gary's Mod, glaube ich, gespielt. Auch nicht den Goat Simulator. Also, das war ja noch vor meiner aktiven Zeit
Also Burning Pea hat beim Schiffen gewonnen. Alle anderen sind da verloren. Aber das, was ich dir vorhin geschrieben habe, ne, ich habe so als bitte, dass du den Kreis hast. Als die ersten Ideen aufkamen, ne, so hier Peter Molyneux macht so NFT Kryptospiel, ja. und dann siehst du diese, ne, weil gerade in Deutschland ist ja diese Kommentarkultur besonders toll immer, ne, mhm. Und da standen wirklich nur so Dinger drunter, ja, der wird doch aus der Versenkung nicht mehr rauskommen, kein Wunder, dass er keinen Job mehr in der Szene gekriegt hat und weiß ich nicht, so. Ne, und jetzt die ersten NFT-Grundstücke, spielst du nicht mal draußen für $800,000 verkauft, weißt du? Ja, Mic Drop. Ja, ja, ja. Von wegen, weißt du, das war Peter Molyneux. Hatte das einzige Problem, was er immer hatte, war, dass die Plattformen für seine Visionen einfach zu schwach waren. Ich wollte gerade sagen, seine Visionen waren einfach zu groß. Ja. Der Mann hat so groß gedacht und so weit gedacht, das konnte halt so eine arme Xbox damals nicht ertragen. Ne, so was er für Ideen hatte für sein Fable und so, ne, und für diese ganzen anderen Spiele. Der Mann ist Visionär. Der weiß, wie es läuft. Und der weiß, dass Menschen, Millionen von Menschen haben so viel Geld in Kryptowährungen liegen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Für danke für 10 Euro. Ne, für so einen Normalverbraucher ist das so, ja, oh, ich habe 2000 Euro in Krypto oder so, ich bin jetzt voll der Anleger, so, ne, aber da draußen sind Leute, die haben sich so viel von dem Zeug gebunkert, ne, so ist. Wo wollen wir unser Lager aufschlagen, wo wollen wir anfangen hier? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich sammle gerade noch erstmal die erste Lage Holz für Pfeiler und Boden. Ja, weil ich habe die Taschen voll, ich muss ungefähr irgendwo. Leg einfach irgendwo hin und dann bauen wir das. Was? YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, aber flüssiges Streaming, was? Gar nicht wahr? Ja, habe ich auch manchmal da stehen. Ich hoffe, bei euch ruckelt's nicht. An die zwei alten Herren. Ich möchte euch gerne einen Bären aufbinden. Hätten Sie Interesse? Dr. Schmerzer, danke, nein. Dr. Schmerzer. Ja, also wenn du RP magst, da gibt es viele Sachen, vor allem Star Wars. Nee. Also nicht wegen Star Wars, sondern RP. Ich hab keine Zeit für RPs. Ja, also für Roleplay habe ich auch keine Zeit. Und die Aufmerksamkeitsspanne habe ich auch nicht. So, ich werde jetzt hier am Ufer, baue ich jetzt hier ein paar Holzstapel hin, weil ich sonst nicht weiß, wo. Achso, ja gut, dann nehme ich die gleich mit und dann. Ich dachte, ich schlage hier erstmal so eine Fläche frei, dass wir uns. Nee, können wir auch machen. Ich habe nur die Taschen voll. Ich muss hier erstmal die Holzstapel loswerden. Dass wir uns so relativ mittig fokussieren hier. Hm. Wo sind sie hin? Ach, da unten. So. Ne, können wir gerne hier alles abholzen. Ich brauchte nur Platz in der Tasche. Auch das ganze Gestrüpp muss weg hier. Ja, aber er verkauft ja diese. Wie die Zecke am Hundeohr. Er verkauft ja jetzt dann quasi virtuelle Grundstücke als NFT. Mal überlegen, Alter. 800.000 Euro für etwas, was nicht existent ist. Ja, aber war direkt ausverkauft, das Grundstück. Irgendwie, das war dann irgendwie New London Middle, keine Ahnung. So krass. Es gab noch günstigere, die billigsten Grundstücke, die sind aber auch alle schon ausverkauft. Oh, die waren so bei $2,600 umgerechnet, wenn du den aktuellen Kurs von Ethereum nimmst. Verrückt, oder? Crazy, das ist super crazy. Aber wie gesagt, ne, das ist so dieses typische, alle lachen, ne, so Peter Molyneux, der hat doch keine Ahnung, weißt du, der hat jetzt auf jeden Fall schon $1 Million verdient mit nichts. Das ist so krass. Er kann es halt immer noch. Ja, er weiß halt, wie es läuft. Und das ist immer dieses Ding. Jetzt sitzt da irgendwo zu Hause jemand und denkt sich, ach, ich hätte gern auch $1 Million. Wäre ich mal so schlau wie Peter Molyneux. Ja. Aber letzte Woche hast du doch gesagt, er ist ein Arsch. Ja, aber er ist so schlau. Und wer wäre gerne wie er? Ja gut, das eine ist ja das eine, das schließt das andere ja nicht aus. So. Gibt ja auch schlaue Arschgeigen und Arschlöcher. Medi ist da, ich grüße dich. Eine weitere Folge bauen mit Kreis, anzünden mit Sven. Nein. Oh, Sauerstoff. Achtest du da auch ein bisschen drauf zwischendurch? Ja, also ich habe 53 in der Tasche. Ich habe gerade so viele Beeren gegessen, dass ich jetzt garantiert Durchfall kriege. Also im echten Leben. Ich muss da mal rüber. So.
Guten Tag. Hallo. Kann man da eigentlich mehr als zwei aufeinander stapeln? Bestimmt. Ja doch. Ja, das ist fachmännisch. Alle zum Burning Man. Der Neonaut darf die Fackel werfen. Alter, beim Burning Man die Fackel zu werfen, das wäre schon eine Ehrensache. Das wäre krass. Burning Man. Oh, Kacke. Wie viel ist heute? Der 16. Ich muss mal, warte mal kurz. Gut, dass wir gerade diese Mac mittendrin an Spielung hatten. Muss mir Erinnerung stellen, dass ich gleich noch den Podcast online stelle. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich war ja arbeiten. Ja, meine Güte. Ja, aber nicht jetzt einfach komplett vergessen, bis mich in, keine Ahnung, 3 Tagen jemand im Stream gefragt hätte. Die 2 Leute, die den Podcast hören. Ja. Ah ja, ich nehme den Restmüllwecker. Bis Donnerstag, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade in die Podcast-Gruppe, die ploppte gerade am Handy auf. Ich glaube, der Vince hat auch schon den Spinnenmann gesehen. Ich habe nur gelesen, was ein Film. Was ein. Okay, ja, dann hat er. Mit Herzchenaugen. Ah, oh, morgen Abend. Ich werde mir ihn morgen Abend geben. Richtig geil. Ich weiß nur noch nicht. Nachos? Popcorn? Beides? Also, großes Getränk wird wahrscheinlich Pflicht, weil dauert lange, ne? Ja, ist der zweitlängste MCU-Film überhaupt. Wie lange geht der? 150 oder so, ne? Ja. Ungefähr, 149 Minuten oder so. 149, genau. Wow! Irgendwas ruckelt gerade bei mir. Ups. Vielleicht laggy? Ich glaube, ich war ein bisschen leck. Irgendwo dran geleckt. Die Welt geht unter Atombomben! Boah, den habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Oh, hallo, guten Abend. Guten Abend. So, also hier sind jetzt so ein paar Bäume weggefällt. Naja gut, aber du musst bei Kies, klar kannst du Kies Podcast nur mehr hören, weil der produziert ja irgendwie 2 wöchentlich oder so, ne? Echt? Oder wöchentlich? Nein, also alle 2 Wochen oder produziert so, er, oder also eine Zeit lang glaube ich sogar jede Woche einmal oder so. Und wie lange geht der von Kies? Ich glaube 2 Stunden. Also, wenn wir nicht irgendwie noch halbwegs ein echtes Leben nebenbei hätten, würden unsere Podcasts wahrscheinlich 6 Stunden gehen. Ja, also tatsächlich, also ich wollte gerade sagen. Wenn wir anfangen aufzunehmen, wenn wir anfangen, das Vorgeplänkel aufzunehmen, dann reden wir meistens schon seit 1,5 Stunden. Ich muss mir auch dringend mal angewöhnen, dass ich einfach, wenn wir reinkommen, einfach direkt Aufnahme drücken. Was wird morgen geguckt? Spider-Man, Rico. Spider-Man. Was feiert eigentlich? Feiert einer von euch das kommende Weihnachten eigentlich? Die Frage ist interessant formuliert. Ja. Ja. Also, ja. Ja. Warum denn nicht? Was spricht denn gegen das kommende Weihnachten? Das klingt irgendwie, als hätten wir irgendwas übersehen. Letztes Jahr war es eigentlich noch illegaler, weil da war noch nicht alles durchgeimpft. So. Ach so, ja, okay. Wir fahren ja sowieso in dem Rahmen der Familie sowieso. Dann. Ja, unser Rahmen der Familie besteht halt meistens aus 15 Personen. Ja, okay, klar. Das ist was anderes, sicher. Mein Handy war kaputt, musste repariert werden. Lololololo. Ich muss immer an diese Oma denken, die diese Kerzen auspusten. Alle rufen Happy Birthday und sie sagt, I hope it's the last one. Das ist so gut. Das ist so auch so. Aber schon vor Jahren so. Ja, ich kneif ja eh bald den Arsch zu. Ich so, wow. Du bist ja drauf. Ja, ich doch da. Ein tolles Thema für. Hab ich auch mal gesagt, ja, Oma, an Ziele muss man sich setzen. Stimmt, wir machen das so. Ich lese den Kommentar vor und du rätst, von wem er ist. Mary! Nein. Aber ist trotzdem, so schwer ist es nicht. Ein tolles Thema für Podcast wäre Maggi im Gurkensalat. Wahre Klasse oder Sünde aus Frankreich? Ach, zum Gottes Willen. Frau Leutnant? Ja, natürlich. Ja. Siehste? So ist das. Und aus Frankreich. Ist Maggi nicht aus Italien? Ist das nicht Maggi? Mein Sohn kriegt nichts zu Weihnachten. Hab ihm gesagt, der Weihnachtsmann hat Corona.
Ist jetzt aber ein Scherz, ne? Ja, also jetzt hast du einmal die Gelegenheit, das durchzuziehen. Das ist alt, das ist Risikogruppe. Könnte sein. So, Moment, das müsste noch drauf. Alter, wie viel Holz wir hier haben. Du musst die Stumpen hier wegmachen, sonst kann ich hier nicht bauen. Was? Die Stumpen. Wo bist du? Ich bin hier, was denn? Ja, genau. Fighting Man! Nein! Oh Mann. Die Stumpen müssen weg. Ihr könnt ja mal abstimmen im Chat. Nein, könnt ihr nicht. Es ist leider, also was ich über die Jahre festgestellt habe, egal ob jetzt bei mir oder auch bei anderen Leuten, du könntest, also selbst wenn du jetzt sagst, ja, soll ich ein leckeres Glas Limonade trinken oder soll ich mir hier mit diesem Bohrer den Augapfel rausbohren? Alle würden, die, nur 90% der Leute würden sagen, Bohrer, es ist einfach... Ja, die wollen halt das, was sie noch nicht gesehen haben. Ja. Soll ich das Bernsteinzimmer abfackeln und in die Luft sprengen oder soll ich 1000 Kindern ein Zuhause schenken? Bernsteinzimmer, absprengen, sprengen, tot, verderben! Ist wirklich so. Was? Klar, du hast diese 2-3 Personen, die dann sagen so, ja, aber die Kinder und irgendwer ruft, halt's Maul, Bernsteinzimmer, brennen! Ja, es ist verrückt. Könnte jemand mal an die Kinder denken? Du bist so lieb, so meine Obsession mit Gurkensalat. Die Frage ist immer, was genau definiert man als Gurkensalat? Ist es also, jetzt, also ich sind das verschieden, so, dass weil... Dass du halt eine Stanggurke nimmst, die hobelst und dann einfach irgendwie, keine Ahnung, hier so ein Salatfix drüber ballerst oder ist das fertig und lecker? Fertig kann ich bestätigen, lecker weiß ich nicht. Doch, klar, mega. Also ich bin kein Gurkenfreund. Also, ja, du zwingst mich ja jetzt hier in eine, das ist ja hier vokale Geiselnahme, die du da betreibst. Nee, aber so ein Gurkensalat, so beim, keine Ahnung, so beim, ich weiß beim nicht. Kartoffelgratin oder so dabei, kann man so machen. Aber so eine erfrischende Melone zum Beispiel. Eine schöne Auster. Ich trinke gerade, du Schwein! Ist es das, was du wolltest? Ein bisschen, aber... Ja, du hast es so gewollt. Oh. Und Mary schreibt in dem Moment, Hauptsache Dill ist dran. Ja, siehst du? An der Auster? Ja, überall. Hauptsache Dill dran. Ja, hast du doch auch gesehen in dem Schweizer Video, ne? Kannst doch ihren eigenen Geschmack nehmen. Hör doch bitte auf. Oh. Weihnachten will kein Überträger sein. Ach nee, Weihnachtsmann will kein Überträger sein. Dieses Jahr gibt's kein Weihnacht. Stimmt, der wäre Superspreader. Nee, da kann kommen, was will. Aber das tue ich meiner Tochter nicht an. Aber stimmt, nee, das Christkind dürfte. Das Christkind zählt als getestet. Ja, stimmt, wegen Schule. Ja, genau, wegen Schule. Weil ich abends ist der erste Ferientag. Naja, dann passt das noch. Zählt noch der Test. Ohne Scheiß, ich lach mich gleich richtig kaputt. Ne? Erste Wetter-Event, Blitzgewitter, das Holz packelt alles ab. Oh ja, stimmt. Das könnte echt durchaus passieren, ne? Ja. Müssen wir vielleicht... Wenn er möchte, kann er schon beginnen zu bauen hier. Oh, tut er auch. Okay. Gut, da kommt überall Dings drauf. Fußboden. Was? Ich sag, da kommt überall Holzfußboden drauf. Ja. Gut, dann mache ich schon mal den Holzfußboden hier, zack. Aber ich habe Special-Boden, ne, mit mehr Haltbarkeit. Ja, dann mache ich halt keinen Boden. Wie sagt die? Ja, nee, ich sag nur, es ist halt... Ja, na gut, okay. Hey, als ob ich jetzt erst 500 Teile habe. Irgendwas ist da abgeschmiert irgendwann mal, glaube ich. Sollen wir gleich direkt ein bisschen bigger? Ja, ne, eigentlich. Ja, könntest du direkt größer machen. Ach, Mist, Problem. Wenn du jetzt nach links, also von dir aus jetzt, ja, jetzt nach links gehst. Lass fahren. Boden durchglitschen. Wieso Boden durchglitschen? Weil hier so eine Erhöhung ist. Ja und? Okay. Ich bin ein Special Boy, verstehst? Nicht so richtig. Ach so, nee, ich weiß, was du meinst, ja. Aber da nach rechts ja auch. Obwohl, nee. Aber dann müssen wir die Bäume weghacken. Kannst du die Bäume noch wegkacken?
Ja, warte, was? Oh, ah, ich bin ins Wasser gefallen und der Piranha will an mir knuspern. Ah, ich muss sowieso gerade was trinken, praktisch. So, was ist hier? Ich hab ein Problem. Wieso? Sauerstoff. Hier, warte. Hast du Sauerstoff? Ja, warte, hier. Oh, und dann leich mal was ab hier. Leich mal was runter, Junge, danke. Aber dann müssen wir auch gucken wegen Happy Happy, ne? Aber der Feuer, ja, gut, Feuerstelle ist ja schnell gemacht. Ja, eine Feuerstelle könnten wir jetzt easy schnell machen. Ich gehe mal eben auf die Jagd. Raylike ist da, guck mal. Ja, obwohl eigentlich, was soll denn der Spreizgeiz? Da zeige ich dir jetzt mal ein paar Tricks aus dem alten Nähkästchen, mein Minjung. Minjung. Ja, machen wir doch mal hier. Medaillon? Medaillon von Schweinebong. Warte mal. Was? Wollen wir eine Schweinebong? Eine Schweinebong, Alter. Eklig. So am Rüssel saugen. Bah! Alles anzünden. Klingt aber nicht wie ein Vaporizer. Nee. Bin ich von Kölbis eigentlich auch Wasser? Nee, ne. Hast du mal die Schweinebon, klar. Und dann brennt wieder die Hütte ab. Wird sie wahrscheinlich auch, ja. Hier sowieso mit Blitzgewitter und allem. So, hier, Feuer ist hier. Zack. So, da kommt jetzt ordentlich Holz rein. Davon haben wir ja ein bisschen was. Vielleicht schon mal den Fisch drauf ablachsen. Lachsen. So, dann holen wir hier mal. Da hinten ist doch schon mal ein Wolf. Aber guck mal, wie geil. Ist nicht nur wie, ein Wolf. Wie schön der Stamm hier so in diese Spalte sich einfügt, ne? Keine Sorge, keine Sorge. Was ist das? Nix, alles gut. Da war Schweinemusik, Wolfsmusik. Was ist das? Nix. So gut sieht das gar nicht aus. Der kommt hier rüber. Quatsch. Ich habe nur keinen Bock gehabt, den ganzen Weg dahin zu schwimmen. Deswegen habe ich die rüberkommen lassen. Nudelauflauf, beste ever. Oh, ups, ein bisschen. Zack, nochmal ein bisschen drin rummanschen. Alles nehmen. Knochen abbauen. Jawollo. So. Können wir hier ein bisschen das Wolffleisch schon mal drauf ballern? So, okay, Essen wird gleich startklar sein. Gekochter Fisch. Hm, gefehlte Fisch. Yum, 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 Bauer ist Hauer. Ach, Kacke, hier muss ich doch eh wieder eine viereckige Wand dann hinmachen. Mal ein paar Knochenpfeile machen, immer noch das Wichtigste. Jetzt kriege ich das doch hier wieder nicht zu. Okay, ich gehe mal auf die Jagd und besorge uns Schlafsäcke. Oh ja, stimmt, Leder, oh. Jetzt, wo du es sagst. Ja, mehr. Ich kümmere mich drum. Mehr, mehr, mehr. Noch mehr Holz? Dann war das auch noch von Haus zu Haus. Was wäre? Der Nikolaus. Deine Mutter. Meine Mutter war dann von Haus zu Haus und sammelt Flaschen. Ein Spakulat. Spakulatius, ey. Weihnachtsspakulatius. Hässliches Gerümpel. Ich krieg es nicht. Was ist mit ihm? Und, aber manchmal merkst du auch so, dass du halt Leute auch falsch einschätzt, ne? Da waren so, wieso habe ich denn da eine Wand hingemacht? Leichte Regenschauer. Ah, Scheiß. Da waren so Jungs, ne? Die waren so richtig assi. Weißt du, hier der Brudi, Spacko, so geil. So, weißt du? Yeah. Und kein Scheiß, jeder von denen hat mir 1 € Trinkgeld an der Theke gegeben. Ja. So irrt man sich. Ja, wie ich gesagt habe, wie diese bei Dings... Bei, wo dann so beide so Mütze im Gesicht, Hals, Gesicht tätowiert, so, oh, ich sehe aus wie heißt dieser komische Musiker da, ne?
mit, oh, voll, ich bin auf Gesichtstattoo und so. Und im ersten Moment denkst du, oh nee, weißt du, was sind das für Typen? Und dann kommt so eine Frau mit dem Kinderwagen und beide springen auf. Der eine hält die Tür auf, der andere hebt dir so den Kinderwagen mit hoch. So, kann ich ihnen helfen? Ja. Ne, so. Ne, never book und cover und so, ne? Ja, ja. Oh. Ah, du verkackter Wolf. So, geh kaputt. Hat der Hirsch hier zu melden? Nix hat er zu melden. Holzhütte Sven, wird das gut gehen? Das werdet ihr in der nächsten Folge von zwei alte Männer bald sehen. Weiß gar nicht, was die hier alle für Vorurteile haben. Nee, Moment, also, Vorurteile sind Dinge, die ja nicht passieren. Was? So. Also, ich habe Kürbisse gefunden. So. Also ich habe die Hütte nicht angezündet bisher. Weiß ich ja nicht, ob ich das jetzt so... Also, ich habe das Video, als du gerufen hast, die Hütte brennt. Da war ich weg, da war ich ganz woanders. Ja, du hast, aber... Ich habe den Wald angezündet, und aber nicht die Wenn Hütte. Wir zurückspulen, sehen wir, wie eine Fackel 5 cm von der Wand auf ausstellt. Ja, jetzt werden hier plötzlich Kausalitäten hergestellt. Kausalitäten? Die Galia. Tapetenmameten. Ja, so sieht's aus. Trompetenkausalitäten. Kausaliken, das sind die, die wohnen da im Südpazifik. Was? Mama! Was reden die denn jetzt da? Was ist da los? Ich hab das war so nicht geplant, ich wollte einen ruhigen Abend. Weil wir in Schwerin mit meinem Gesicht tätowierte Leute Tattoo-Schweine. Ja, auch wenn die in der Nähe sind? Auch wenn die in der Nähe sind. Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist jetzt dieser Hirsch, den ich dazu kreis. Bei mir in der Nähe wohnt auch einer. Der ist im Endeffekt, ist der... Der hat so den kompletten Körper fast mit so einem... Ja, wie soll ich sagen? Mit so einem... Wie heißt das? Hexagon-Digital-Camo-Muster so, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Den ganzen Körper komplett. Also wirklich bis ins Gesicht. Die Augäpfel hat er tätowiert und so auch. Der wohnt hier in der Nähe. Okay. Der ist schon hart drauf. Aber er ist ein super lieber Kerl, Veganer. Ne, und das ist halt das Ding. Nur das denkt halt im ersten Moment keiner von ihm, weil er halt ne, ein bisschen gruselig aussieht. Und gerade so Augäpfel tätowiert ist schon gruselig. Kannst mir sagen, was du willst, aber das ist jetzt nichts, wo jemand sagt, oh, das sieht aber toll aus, wie ihre Augäpfel tätowiert sind. Also nicht... Ja, nee. Ne, so... Mei, das ist aber schnieke. Wann haben sie sich das denn überlegt? Das ist ja toll. Ne, so. Wie sind sie denn darauf gekommen? Das ist ja exotisch. Ja, ja. Das werden die wenigsten machen. Ich bestreite nicht, dass es jemand macht oder sagt. Aber ich glaube, die wenigsten werden das tun. Ne, so, die meisten werden dann so ein bisschen. Ach du meine Güte, guck mal. Ne, so. Na, pass aber mal auf, du, oder? Ist doch irgendwo viel Zeug. Hier schon wieder rumgesprochen. Warum zählt das hier als No Shelter? Doch jetzt zählt es als Shelter hier ich hinten. Ich habe jetzt nicht mal genug für einen Schlafsack gerade. Das nervt. Wir brauchen mehr Viehzeug, aber da hinten ist doch auch voll viel noch. Können wir nicht Fischleder machen? Die gehen immer, nee, habe ich schon geguckt. Die gehen immer von mir weg. So, bei dir da hinten ist ganz viel los, weil ich bin auf der anderen Seite. So. Ach so. Da ist noch was. Was haben wir denn da? Ja, eine Gemse. Bringen die Leder überhaupt, die blöden Gemsen? Das weiß ich nicht. Geachtet. Ja, Felle oder was ist das? Nee. Ja, Leder ja, Felle nein. Aber wir brauchen Felle für Schlafsäcke, ne? Ja, ja, Felle ist immer das Schwierigste. Leder ist nicht das Problem. Glaub, Felle sind Wölfe und Hirsche. Ah, wo ist denn hier ein Wolf? Jeep, 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 Jeep. Könnte ich jetzt, wenn ich das mache, das geht, ne? Oder? Ah, die stehen jetzt schon richtig stabil hier.
Jetzt würde ich gerne noch dazwischen einmachen, aber es geht nicht, ne? Nee. Gute Nacht, doch, Gifty. Da war's, glaub ich, grad. Schlaf gut. Ich glaube, ich habe es gerade ganz kurz gesehen, oder? Habt ihr es auch ganz kurz aufblitzen sehen? Ich würde es echt gern noch da so. Einen schönen Adventskranz mit Kerzen in der Hütte. Ja, ja, erst brennt Kerze, dann zwei, dann drei, dann ganze Hütte. Ja, ja. Ich brenne euch meine Hütte gleich. Wer hat die Fackel aufgestellt? Die Gesichter. Ja. Ah, das ist ein Wolf, wie praktisch. Also ich würde sagen, erstmal was ganz Simples für alle, ne? Damit wir hier ein bisschen... Delightful. Ich hab noch... And the bad outside. Richtiger Ohrwurm. Kannst du mir sagen, was du willst. Aber ist geil. Ich mag Weihnachten. Und meine Tochter liebt Weihnachten so ultimativ. Weißt du, bei der Oma, da wirst du auch immer schön betätschelt. Wir haben ja diese ganzen Google Home Lautsprecher und Bildschirme hier, ne? Ja, ja. Da kannst du sagen, spiel im ganzen Haus Weihnachtsmusik. Ist geil, ey. Ja. Und? Ah, okay. Leichter Regen, sauer. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass der alte weg ist, so. Ja, der stimmt, ne? Da war ja einer. Ah, Moment, da oben muss ich nochmal abreißen. Wo ist der Kreis ungefähr? Ich glaube die Richtung, ne? Ach, geht ja gar nicht, Mist. Egal, das machen wir erstmal so. Wolf 1. Geht das nur in eine Richtung auf? Nee, es ging noch. So. Kann man hier jetzt eigentlich der grüne Pfeil runter? Ja. Ziemlich. Oh, guck mal, hab ich gut gezielt. Holzgeländer, warte mal, kann ich nicht auch schon bessere Holzgeländer bauen? Vielleicht hört man gerade schreien, die Hütte brennt, die Hütte brennt. Nein, grüne Pfeile zünden nichts an. Boah, dieses Steinmesser geht jetzt aber schneller kaputt als sonst, habe ich das Gefühl. Ne, da brauchen wir Eisenbarren und Eisennägel, soweit sind wir noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier und nehmen das noch mit. Vier Fälle brauche ich noch, dann sind wir feldtechnisch perfekt. Ja, das sollte ja sogar vielleicht noch gehen, bevor es dunkel wird, hä? Ja. Es ist lange hell, guck mal. Es ist 7:30 und ich kann noch alles sehen. Was ist das für ein Wetterzyklus hier? Na, jetzt haut der Blöde. Kann man eigentlich von der anderen Flussseite einen Brandpfeil auf die Hütte schießen? Nö. Pass auf, ich zeig dir gleich, ich kann gerade keinen Schwarzpulver machen, aber theoretisch. Also ich glaube, hier in diesem Biom bin ich mit Brandpfeilen brandgefährdet. Ja. Braucht man gar nicht mit der Fackel so lange rumfummeln. Na komm, jetzt so, aber das kleine Starthaus reicht das hier erstmal. So ein verkackter Wolf. Machen tot. Nee, ob hier noch so einer ist, weil ach so. Die geben wenigstens die Felle her. Hab ich gerade so einen Hirsch umgesetzt? Überhaupt nichts. Also großer Hirsch nicht, Gämse nicht, so nur ein normaler Hirsch. Da geht was. Oh, ich muss aber vielleicht... Oh, ich habe mir nichts gegessen. Ich muss mal hier so ein... Ich muss trinken und dann muss ich ein Feuer machen und Steine sammeln. Ja, da sind noch Beeren, die kann ich auch essen. Was soll ich mit Lithium, ey? Lithium, da? Bringst du auch noch ein bisschen Oxid mit? Kann ich machen. Also dein Feuer ist ausgegangen. Dann... Mach's halt wieder an. Ja, aber es regnet. Wir können, wir müssen eh, wir müssen drinnen Feuer aufstellen. Sonst können wir eh nicht schlafen. Ja, ja. Aber erstmal brauche ich noch meine... Aber ey, das ist jetzt kein Bug bei mir, ne? Es ist einfach noch hell, oder? Ja, ja, ist bei mir auch so. Also es ist nicht hell, aber nicht dunkel. Ja, ja. Es ist nicht zappenduster.
Na, Karl, wie geht's? Oder wie geht er nochmal, ne? Irgendwie. Jetzt sag ich euch, Zappenduster war's da. Na, Karl, wie geht's, oder? War das nochmal? Ah, ich komm. Findet Nemo, glaube ich, am Ende mit dieser. Wo sie die Geschichte so von Nemo in so kleinen Stücken erzählen und dann diese Krabben auf diesem Abflussrohr oder so da rumlaufen. Da ging's ganz tief runter, sag ich euch. Zappenduster ist das gewesen oder so. Na, Karl, wie geht's? Halt still, du verkacktes Tier. Nein, jetzt ist. Ach, jetzt ist der abgehauen. Ein besseres Holzgeländer aus Stein. Ja, nee, das ist ja dann nicht aus Stein direkt. Aber schon so der Kern und die Stabilität beruhen auf Eisennägeln und so. Das ist ja jetzt nur ein schnurgebundenes Holzpfostengeländer. Ja, Hirsch, das kommt davon, wenn du wieder zurück über die über diese Kuppe guckst. Über die Kuppe guckst. Zum Kuppengucker. Ja, Kuppengucker. Wenn unser Gesundheitsminister jetzt missbaut, kann man jetzt sagen, Karl, aber das tötet Leute. Ich kenn das überhaupt nicht. Wieso kennst du Karl nicht? Den kenn ich nicht. Oh Gott. Woher ist das? Aus dem Internet. So diesem Internet? Das ist aus Internet. Oh, jetzt wird's aber doch dunkel. Hast du hier noch? Nee, mir fehlen zwei Fälle. Was? Ja. Ich habe auf dem Weg hier nichts getötet, oder? Karotten habe ich. Ich habe nämlich keinen Sauerstoff mehr. Gar nichts? Nee. Okay, warte, dann komme ich eben zurück. Wo ist, warte mal, ich muss mal kurz nichts. Tatsächlich... Warte, kannst du dich mal umgucken und sagen, nee. In welche Himmelsrichtung ich bin? Achtung! Kann ich nicht, ich bin drin und mach gerade ein Lagerfeuer im Haus. Wenn du Sauerstoff willst, musst du das jetzt machen. Guck doch auf die Map. Ach da, jetzt kann ich auch was sehen. Ja. Aber das ist doch viel cooler. Wie sonst soll ich meine RTX-Sachen zeigen? Ich mache übrigens gerade ein Lama im... Ein Lama-Auflauf? Übrigens, ja, Lamas mit Hüten heißt es übrigens, weil du gefragt hast. Ah, okay. Lamas mit Hüten ist doch uralt, das kennt doch jeder, Mann. Nein, ich kenn das nicht. Typ. Ist hier ein Haus? Hier ist ein Haus. Ne? Oh, Fackel aus, sonst wird Kreis böse. Wo bin ich? Ich bin hier irgendwo am Stuck. Oh. Ich stand hier unter dieser Erhöhung und da hat die Fackel aus Versehen angemacht, aber ist nichts passiert. Guten Tag. Ich hab ein Feuer im Haus. Moment, irgendwie. Ich hätte geschwankt, ich hätte mehr. Ich bin die Queen der guten Ordnung. Ich finde vor Ordnung nichts wieder. Wirklich? Ist es bei dir so ordentlich, Frau Generalleutnant? Oder bist du eher so der chaotische Typ? Bitteschön. Wieder was hingelegt im Feuer. Sauerstoff. Und Steine? Ja, ich hatte Inventar voll. Kürbis, so. Sag, ich hab da auch jede Menge jetzt Essen ins Feuer geworfen. Mmm, delightful. Hast du hier schon eine Kiste irgendwo? Nee, ich guck grad, wo die Holzhaufen sind. Dann baue ich welche. Ups. Nachts auf die Jagd. Ja, es fehlen eigentlich nur noch zwei. Irgendwo müsst du, wenn du ein Wolf, die springen einen doch meistens dann an. Hab den Lama, der ist mit den Lamas auf Discord geschickt. Istabi, hast du... Feuer auf der Insel, Feuer auf der Insel. Ja, wie konnte das passieren? Ich kann dazu gerade gar nichts sagen. Wir können jetzt sind wir am Arsch, nämlich. Nein. Wie soll ich das? Ich hab kein Feuerpaddel. Ich brauch Steine, um Gottes Willen. Hier, ich hab Steine hier drin. Schnell, das können wir alles noch schaffen. Nein, ich sehe nichts, weil ich kein Feuer anmachen darf, sonst krieg ich Ärger. Das war wirklich, ey, kein Scheiß, keine Absicht. Feuerpaddel und raus. Was, ich hab keinen Feuerball. Oh, scheiße.
Ja, ich glaube. Ja, weißt du was? Scheiß auf den Feuerbuddel. Ja. Nein. Wir müssen nur eine Brandschneise machen. Ja, aber das Problem ist, dass zum Beispiel dieses Zeug hier auf dem Boden ja auch abfackelt. Ja, das kann man ja auspaddeln hier. Ich sehe halt gerade nichts. Ich hack jetzt mal einfach den Baum hier. Wow. Das tut mir so leid. Ich leg mal. Nee, wenn ich das jetzt hier hinlege, ist nur noch mehr Feuer. Das ist auch nicht gut. Ich halte das jetzt so fest. Guck jetzt, wo kommt uns das Feuer zu nah? Alter Schwede! Ey, aber jetzt mal ohne Scheiß, wie sie alle voll. Es ist ja sonst noch nie passiert, dass wenn man mit der Fackel in den Wald geht, der Wald anfängt zu brennen. Sonst muss ich da immer ewig lange bleiben, bis da mal wirklich was passiert. Ja, aber diese dünnen Büsche und so, die fackeln doch sofort. Ungelogen, ich bin einfach nur durchgelatscht. Wirklich, ja, ich hatte eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde Feuer an. So schnell ist das hier noch nie passiert. Aber hier diese Fahne und so, oder hier diese dünnen Büsche, die du mit Apps so wegpflücken kannst. Alles okay, alles gut. Die fackeln halt sofort immer. Nee, alles gut. Wird nicht übergreifen. Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Und schon brennt das Land ganz und gar lichterloh. Aber komm, das ging jetzt aber auch. Das escalated quickly. Guckt ihr das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bäume. Und das Feuer, da hinten? Was für ein Feuer da hinten? Das Feuer da hinten? Wo kommt das her? Also das war Absicht, aber das ist auch außerhalb der Insel. Boah, das brennt immer noch. Das ist, als ich auf dem Weg zu dir war mit dem Sauerstoff. Wir sollten vielleicht nicht einfach alles immer abfackeln. Nein, also das hier war ja keine auch, Absicht, auch in der Ferne nicht. Und so, damit wir uns gar nicht angewöhnen, ständig Sachen abzufackeln. Das ist so lieb von dir, dass du wir sagst. Ja. Weiß gar nicht, guck mal, wie sich alle freuen hier. Siehst du, das ist das mit dem, sollen wir Limonade trinken? Oder sollen wir schlimme Sachen tun? Ich möchte einfach nur Limonade trinken. Nein, aber jetzt ohne Flachs, also es war, ich muss ja jagen, ich muss ja sehen, wo ich, oh Gott, hier kann ich nicht herlaufen. Ich muss ja sehen, wo ich irgendwie hinlaufe. Ich habe noch nicht mal eine Fackel gebaut. Ja, das ist also, das geht nicht. Warte mal, hier, warte, Kreis, komm mal nochmal raus. Nein, ich will keine Fackel. Nein, du kriegst auch keine Fackel, hier. Warte, da, hier drin, hier für Notfall. Du musst gleich Wasser hier, guck mal hier. Achso, ja. Ein Broomer. Für Notfall. Ich gehe jetzt und jage. Oh Mann, ey. Das ist Vorsorge gegen die Blitze. Stimmt, genau. Diese Bäume locken Blitze an. Warum? Aber da hinten brennt es tatsächlich. Ja, aber wenn keine Bäume mehr da sind, schlagen sie in unser Haus ein. Ich hab da nur so einen kleinen. Ja, ich weiß, das stand hier im Chat nicht. Ich hab das nicht so gut. Ist doch gar nicht mehr so schlimm. Aber dass da hinten der Wald noch brennt, überrascht mich. Hat er nur so einen Busch? Nein, Mary, wir klöppeln nicht. Ich habe Feuer gemacht. So, ich kann jetzt erstmal hier noch ein bisschen Bauzeug und so in die Kiste packen. Ah, ich habe noch eine zweite übrigens. Ich war gespannt hier, das Feuer in der Ferne. Kalja, ich hätte nicht gedacht, dass das so lange brennt. Ach, das ist auch gar nicht so viel hier. Ich denke mir, oh, die Mikroruckler. Ja, es muss am Spiel liegen. Ich hätte diese Ruckler nicht, wenn ich ständig irgendwie 100 Quadratmeter Wald brennen würden. Also ich bitte darum, dass das Hektar heißt. Ja. Das ist meine Karotten. Das meistens Hektar. So. Taschen leer. Hä, wieso habe ich das Ding eigentlich noch nicht eingesetzt? Ich hätte es doch extra gebaut. So, ich muss jetzt erstmal hier gucken. Talente. Stein wiegt weniger. Oh oh, jetzt habe ich ein Problem. Warum? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, aber hier ist ein Wolf. Und im Dunkeln von einem Wolf angegriffen werden, ist nochmal was anderes. Aber der hängt da in der Felsspalte fest. Der ist stuckt. Komm, bring das mit dem Messer zu Ende. Du und ich.
überlege echt, ob ich meine ganzen Technikpunkte aber... In Rang 2... Ja, hier könnte ich noch ein paar Sachen machen. Das ist kein Brandstift, er ist Künstler. Hast du gehört? Ja. Ja, ich hab's gehört. Aber da brauchen wir Kupfer für und so, ne? So. Na gut, das ist dann alles Zimmermannsbank. Also die gute Nachricht ist, ne, wie gesagt, ich bin ja auch tatsächlich jetzt mit der Fackel rausgegangen, weil ich ja was sehen musste wegen der Jagd. Ja, ja. Und Hallali, die Jagd war erfolgreich. Ich habe jetzt 44 Fälle, das dürfte ja wohl reichen. Ich muss jetzt nur an diesem doch nicht zu unterschätzenden Waldbrand vorbei. Oh, da ist noch ein Wolf. Das werde ich erforschen auf Rang 3, definitiv. Das ist aber eine haarige Geschichte hier. Feuerlöscher. Ja, finde ich gut, ja. Immer Sicherheit, safety first, ne? Der Feuerlöscher hätte uns auch bei dem Blitzgewitter viel geholfen. Alter! Man kann ja einen Entfeuchter bauen. Ach so. Was bringt das? Ein stabiler, tragbarer Schutz gegen unterirdische Einflüsse. Ich schätze mal, wenn du den mit in die Lungenentzündung. Ja, genau. Wenn du den in die feuchte Grotte mitnimmst, wird es da ordentlich trocken und dann wirst du nicht ständig krank. Oh, da ist ein Tier gestorben im Feuer. Das Oh. Ja, das ein bisschen Trockengrotten. Weißt du, ich habe aber auch ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, mein Handy gleich an die Ladebuchse zu stecken und wieder anzumachen irgendwie. Ach so, ja. Der Schwede, da brennt aber auch nicht was da hinten. Ja, so, jetzt mache ich hier schon Feuer aus und schleiche mich jetzt im Dunkeln zum Haus. Man sieht auch gar nichts, ne? Da, okay. Safety first, safety first. Nicht, dass hier was brennt. So, guten Tag. Schlafsäcke, da. Wo möchtest du die hinhaben? Wir müssen erstmal irgendwo unten, ne? Gut, dann lege ich die jetzt hier. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur wieder so ein kleines, ja genau. Das ist so ein kleines rudimentäres Starthüttchen erstmal wieder. Will ich ins Feuer treten? Jetzt erstmal Erscheinungspunkt. Ich setze meinen rechts. Okay, und schlafi, schlafi. Aufstehen, aufstehen. Boah, ich muss dringend was essen. Aber es ist genug da, ne? Müsste eigentlich genug da sein. Sollte reichlich da sein, wollte gerade sagen. Ich hab doch da... Ah, guck mal! Komm mal auf den Balkon! Oh, was? Was sagt der? Ich ahne, worauf es hinausläuft. Okay. Guck mal nach rechts. Ja, nach rechts, aber guck mal geradeaus. Weißt du, was du meinst? Oh Mann, ey. Das krasse ist, dass das viel länger brennt als das, was hier war. Das habe ich nicht neu gelegt. Als du sagtest, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Als ich zu dir kam, da lag das Feuer schon da. Als du sagtest, du hast keinen Sauerstoff mehr, habe ich schon da so einen Busch einfach mal auf Verdacht angezündet. Weil der kam mir suspekt vor. Ja, ja. Das war ein Hexerbusch. Ein Hexerbam. So. Ah, hier so, wird ja aber, noch gut. Ja, ich habe es verbockt. Ich muss es auch gerade biegen. Ich kümmere mich hier um die... Um die Kohle. Ja, um die Kohlendinger. Oh Mann, ey. Kannst du mir eine bessere Axt bauen? ich kann nur Steinaxt, ganz normal. Okay. Metall kann ich noch nicht. Können wir erst... Wir haben ja auch keins. Wir haben noch kein Metall. Ja, das werden wir heute nicht mehr finden. Ich bin jetzt auch schon ziemlich gaga wieder. Ja, ja. Bin auch sehr müde schon. Ja. Hallo Mastermind. Ja, aber ist doch schön. Guck mal, da haben sie ihr Feuer gehabt. Ja, endlich hatten sie ihr Feuer. Glücklich. Alle glücklich und zufrieden. Es ist schön, die Hütte. Wirklich schön. So mit dieser Schrägen und so. Hast du schön gemacht. So mittlerweile habe ich... Ja gut, ich hatte jetzt das hier erstmal so und dann noch als Anbaumöglichkeit. Wie gesagt, ich hatte aber auch geplant, was auch noch cool wäre, dann
Hier oben nehme ich dann in der Mitte ein Dach raus, mache von der Mitte, also innen noch eine Treppe hoch, weißt du, und baue dann an der Seite weiter an, aber auf einer höheren Etage dann. Weißt du, weil wir dann unten haben wir das Problem nicht mit diesen Bodenwellen, dann sind wir halt hoch genug. Ja. Das finde ich gut, ne? Können wir später anbauen. Du kannst auch R gedrückt halt eine Treppe rausmachen. Ah ne, du hast keine Treppen, ne? Nee. Irgendwie kriegst du auch nicht dran. Irgendwas blockiert hier oder so. Ja, manchmal ist komisch. Mach mal hier vielleicht. Rotieren? Ah, okay, jetzt habe ich's. Ja, ja, nee, muss ich rotieren. So, ja, besser. Holzbeet hätte ich gerne. Wo kann ich das machen? Da, nee, Feuerstein. Steinhaufen. Ich habe doch Eichenbeet. Oder kann man das erst später machen? Das kannst du. Ach. 405 Leute und kaum jemand schifft mit. Ja, das liegt ja meistens daran, dass die meisten das dann auf dem Fernseher lurken. Das weiß ich von ein paar. Von ein paar Fernsehern? Von ein paar jüngeren Damen, die. Ach. Bilder schicken, wie sie im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen und Streams gucken. Nein. Den, also Schlafanzug habe ich jetzt nicht gesehen, aber sie sitzen. Ich in diesen Verteiler bitte mit rein? Kann. Klar, voll viele gucken Streams auf dem Fernseher. Ich gucke auch Streams auf dem Fernseher manchmal. Ja, also wenn er denn läuft. Unterschlossen, ja genau. Ich habe Sven mal ein Bild geschickt, wie mein Fernseher so die ersten ein, zwei Stunden aussieht, bevor ein richtiges Bild kommt. Zwei Stunden? Ja, es dauert so ein, zwei Stunden, bis das Bild dann richtig... Leute, donatet dem Geld, der hat nur einen halben Fernseher. Ihr glaubt doch wirklich, das ist wie in diesen VR-Videos, wo die Oma in den Fernseher springt und das halbe Bild weggeglitscht ist. So ist sein Fernseher. Ja, wirklich. Also er hat eigentlich gar keinen Fernseher, er hat nur ein Radio. Der Mann braucht dringend einen neuen Fernseher. Nix Wildes. 72 Zoll 4K. Was habe ich denn jetzt? 42 Zoll. Aber der ist, boah, weißt du, wie alt der ist? Den habe ich in der Ausbildung gekauft. Ja, also er hat jetzt meinetwegen 42 Zoll. Und, also so gesehen VGA-Auflösung oder so, weil es ist ja also. Ja, also wie gesagt, das ist ja. Ein halbes Full HD. Es ist nicht mehr 16:9, sondern nur noch 8:9 eigentlich. Es ist nur noch 19. Es ist nur noch zu 9. Ja, ja. So die ersten zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden dauert es meistens so. Dann ist das Bild langsam normal. Also wenn ich weiß, meine Tochter will irgendwie My Little Pony gucken und kommt um 3 aus dem Kindergarten, mache ich den Fernseher so um 1 Uhr an, damit das Bild fertig ist. Oh Mann, ey. Nee, es ist schon HD-Fernseher, aber... Ich habe einen Feuerschaman gesehen. Es ist mit die erste Generation HD-Fernseher noch im Endeffekt, so wenn man es so sieht. Ist nichts Besonderes, so, da gibt es kein Smart irgendwas drauf oder so. Kann man hier noch was draufbauen? Ich glaube, der hat nicht mal einen Slot für CI-Modul. Du sag mal. Ja. Komm mal kurz hier oben auf den Balkon. Ja, warte. Guck mal Richtung Süden, dieser Hirsch da oder so. Hat der einen Pfeil im Arsch? Ja. Warte, guck weiter hin. Der hat wirklich einen Pfeil im Hintern. Ja, guck weiter hin. Der hat zwei Pfeile im Hintern. Jetzt rennt er direkt auf uns zu. Bei Hauslieferung. Der hat wirklich einen Pfeil im Arsch. Los, Glitscher hoch. Hallo Hirsch. Oh. Zack. Über dir übrigens bin ich. Voll der feuchte Hirsch. Oh, die Sonne kommt gerade so raus und scheint so auf ihn drauf. Ja. Sie klettert gerade so über den Bergpass. Hi, Mr. Brotjingle. Kann man hier so eine Säule draufstellen noch? Ist hier ein ziemlich guter Ausguck. Hä, wieso bezahle ich denn für einen Fernseher mit extra Werbung, Zelda? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich guck da Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Was ist das für ein Quatsch? Wieso, was für eine extra Werbung? Weiß ich auch nicht. Er sagt, ich würde mir einen Fernseher. Warum sollte ich mir einen Fernseher für mit extra Werbung kaufen? Hä? Was hat das. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Glaubst du, wenn ich mir jetzt einen PC-Monitor kaufe und da dann Pro7 gucke, kommt keine Werbung? Oder verstehe ich jetzt? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Aber dieses Jahr hatte ich kein Geld mehr. Ich hatte einfach kein Geld mehr für einen Fernseher.
Das ist Führerschein hat 3000 Öcken gekostet, Auto 4000 Öcken, so, das war alles, was ich hatte. Dann passt das nicht. Ah, Mist, mein Plan geht nicht auf. Wieso haben Smart TVs extra Werbung eingebaut? Seit wann das denn? Noch nie was von also, gehört. Also meins nicht. Ja. Du kaufst dir einfach ein altes TV, also kein Smart TV, einfach einen guten Full HD Fernseher und dann kannst du Google TV dran und fertig. Ich hab sowieso, ja, wenn hab ich sowieso immer einen Chromecast dranhängen. Und in den meisten ist er integriert. Was kommt? Ach. Guck mal, Sandra will mir einen Fernseher kaufen. Ah, guck mal, ist aber lieb. Wie, solche Bilder willst du haben? Was für Bilder denn? Ach so, weil ich gesagt habe, Frauen in Schlafanzügen. Ich habe nicht gesagt, dass ich die haben will. Geht das hier nicht? Menschen jeden Geschlechts schicken halt manchmal Bilder oder teilen ihre Stories und markieren mich da, dass sie halt gerade auf dem Fernseher meine Streams gucken. Der Rest war nur zum komödiantischen Ertrag. Das ist jetzt hier mein Jagdposten. Keine Ahnung, ich weiß nicht von Smart TVs mit Werbung. Ich kann das ganze Tal überblicken, voll gut. Ich mache mir an den Fernseher einen Chromecast und dann habe ich keine Werbung. Hast du eine Leiter, die du mir da dran poolen kannst? Aber das sind wieder so große, ne? Nee, dann sprich ich lieber so drauf. Ja, es ist, ich habe nur große Leitern. Nee, ich weiß nicht, ob man kleine Leitern bauen kann, keine Ahnung. Ich muss mir ein bisschen Holz holen. Wo ist der Hirsch hin? Muss doch noch hier irgendwo im Wasser sein. Hirsch ist weg. Wollte ich hier meinen Hirsch jetzt abernten? Ist ausgehirscht. Aber du brauchst einen. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Fernseher irgendwann, aber. Wie gesagt, stopp. Nächstes Jahr mal schauen. Meintest du nicht so, Schilfblumen sind super selten? Ja, hier nicht. Hier in dem Biom sind die. Achso, da sind die. Okay. Weil hier steht nämlich. Hier stehen die direkt bei uns. So. Also hier könnte ich eine Leiter dran machen, damit ja, sie nicht... Ja, das ist doch gut. Dann mache ich da gleich das Geländer wieder weg. Muss eben was futtern. Gegrillter Kürbis. Nice. Kürbis. Nicht zu verwechseln mit dem in Frankreich geliebten gegrillten Kermit. Was auch nice hier so, die Leiter dann so zack. Ja, okay. Tatsächlich dauert die Leiter länger, als würde ich so machen. Aber es ist schön so. Also ich kriege einen Skillshot von hier aus hin. Ja gut, Zelda, aber dann musst du, dann hol deiner Mama einen Chromecast und dann zeig ihr, wie man vom Handy aus Sachen da drauf überträgt und dann kommt da keine Werbung mehr. Also nichts klar, du hast bei Amazon manchmal am Anfang Hashtag, die seit drei Jahren laufende Bibi und Tina leck mich Werbung. Aber die kannst du ja wegplöppeln. Davon die Parodie ist dann Babo und Tina. Ja, Babo. Die heißt Sven Heikreis, hallo Chat, hoffe ich, bei euch ist alles fit, ja. Hier ist richtig schön. Guck mal, hier hat nicht der Wald gebrannt direkt neben dem Haus. Kreis ist immer, also Kreis ist auch nicht nervös, wenn ich mit der Fackel durch den Wald renne. Nee. Hast du Schlafanzugbilder? Wow. Wenn du willst, kriegst du gerne eins von mir. So. Nehme ich. Weißt du, für das, meine Sammlung. Wie das, was ich dir geschickt hatte da. Everything for my bestie. Ja, ja. I'm horny, okay. Ne, Blowjob. Ja. Achtung, Sie haben die Verbindung zu unseren Servern verloren. Sie können weiterspielen, während wir... Okay, ist wieder da. Ach so, dieses mit Red Button und so. Ja, gut. Ja, ja, also das ist Datensammeln inzwischen. Ja, aber das ist halt auch wirklich genau für so eine Zielgruppe gedacht, für so Mamas und Papas, die da jetzt nicht so tief im System sind. Weil, wie gesagt, Chromecast dran, dann hast du keine Probleme. Ja, dann sammelt Google deine Daten, aber das tut sowieso. Das tut sowieso. Achtung, sie haben die Verbindung zu unseren Servern verloren. Ah, hast du auch, ne?
connected gleich wieder direkt. Ja, ja, ist connected wieder. Aber trotzdem sollten wir jetzt gleich Haier machen gehen. Also im echten Leben. Ja, so. Ich habe nur hier, ich habe nur angefangen, schon mal die hässlichen Bäume hier wegzuholzen. Ja. Okay, also ich würde mich jetzt ausloggen. Ich gehe jetzt hier ja. So. Hast du dir schon deinen Rücksetzpunkt gesetzt? Ja, habe ich. Gut. Ich kann auch ganz schnell, dafür habe ich alle Zutaten da. Das ist etwas sehr Wichtiges, was wir nämlich noch gar nicht gebaut haben. Können wir auch direkt hier neben. Oxidado. Oxidanz. Ja, ein bisschen Steine, Leder und Fasern, dann können wir noch eine Werkbank bauen. Dann sind wir schon. Sauerstoffzeugs gerade da? Nee. Dann lass das bitte noch machen, weil das vergessen wir nämlich beim Einloggen sofort. Also ja, aber gut, das sollte ja hier überall rumliegen. Da liegt schon was. Zack. Das ist in dem Biom auch relativ easy zu bekommen eigentlich. Ja, also das ist wirklich ein angenehmes Biom. Aber das hier ist, ich weiß, warum das hart ist. Warum das als hart gilt auch. War es das? Das galt doch als easy, oder? Ach ja, stimmt. Wir haben das easy Ding genommen, weil das hart Ding war nämlich auch verschiedene Biome. Aber das glaube ich hier auch, ne? Ja, wir können uns hier, ja klar, weil wir haben ja einen Monat Zeit, uns hier zu bewegen. Das heißt, das Ding wird jetzt hier, das hier wird jetzt unser Schwanengesang hier. Ja. Sobald ich mal irgendwo Sauerstoff finde, das gibt es doch gar nicht, schon dreimal dabei, da hinten ist welcher. Guck mal, Sven, jetzt sind schon drei Leute, die gibt's auf der Podcast auch so eine werbungslose ja, Option, die nicht übers Internet oder Extrakosten per Abo geht? Pff, nee, also ein Chromecast hat keine extra Werbung und ein Chromecast braucht halt WLAN. Also, echt mal, gib mal irgendwie 30 Euro oder 40 Euro aus, kauf den Google TV mit integrierten Chromecast, ja. Knallst du dran, fertig. Oder halt. Also, das ist halt, das heißt halt so, das ist auch so eine Box halt, so wie ein Fire TV Stick oder so. Ne? Nur, dass du da halt alles drauf hast, Google TV integriert, hast du auch direkt eine gute Fernbedienung dabei, die du auch dann mit dem Fernseher pairen kannst. Und dann steuerst du das Ganze, den gesamten Fernseher nur noch darüber. So, ich habe jetzt ein bisschen Sauerstoff noch gesammelt. Du brauchst ja, wenn du ein Smart-TV hast, dann ist ja der Fernseher auch schon am Internet, sonst wäre es kein Smart-TV. Ja, ja. Tatsächlich, also gab es auch diese berechtigte Frage, wozu brauchst du ein Google-TV oder ein Apple-TV, wenn du sowieso, also ein Fernseher, der 4K und HDR kann, weil das können ja diese beiden Boxen auch, ne? Ja, ja. Ein Fernseher, der 4K und HDR wiedergeben kann, so der... der braucht eigentlich ja keine Smartbox, weil das sowieso ein Smart-TV sein wird. Aber tatsächlich, die Oberfläche von meinem Smart-TV, das ist auch ein Android-TV von Sony, die ist inzwischen, die werden nicht aktualisiert. Ja. Und die kriegen halt keine Updates, so. Weil das interessiert Sony einen Scheiß, ihre Systeme zu updaten. Und dadurch sind die halt nicht so crisp und flüssig und das von Google allerdings schon. Und das wird auch geupdatet. Ja, aber guck mal, wenn du doch das Smart-TV-Gedöns ausgemacht hast, weil es nicht funktioniert, dann kannst du mir auch nicht gleichzeitig sagen, dass deine Mutter Werbung in der Werbung in der Werbung hat, weil woher soll er denn dann die Werbebanner holen, wenn er nicht mal angeschlossen ist ans Internet? Ja, das ist ja das Quatsch. Allerdings. Das ist doch, funktioniert doch nicht. Also irgendwas ist da komisch. Und ein Chromecast hat bei mir damals auch bei meiner alten 5K-Internetleitung funktioniert. Ja. Hast halt nur keinen 4K. Aber für 720p oder HD reicht es noch. Mit ein bisschen Buffern. Ja, ja, wie gesagt, also der Dings, ne, dieses Google TV, das hat halt 4K, HDR. Ich hab einfach nur einen Chromecast, drin, der hat auch alles. Wenn du den neuesten Chromecast so holst, der hat alles, steckst du hinten dran, fertig. Ja, das ist der einzige Unterschied halt zu dem Google TV ist halt, dass du da halt direkt so eine Oberfläche halt hast. So, weißt ja, du? Gut, aber die brauche ich ja nicht. Halt, ja, ich meine, das ist halt der einzige Unterschied. Ja. So. Ich mache ja nichts anderes, als dann auf meinem Handy gucken, okay, und dann drücke ich oben rechts in der Ecke auf das Symbol und dann gucke ich. Weg. Ich laufe noch schnell durchs Feuer. Moin, wollte mal schnell etwas da lassen für die schönen und unterhaltsamen... Alter, Hidden! Hidden, der Pechvogel! Okay, ich bringt aber Kreisglück. Dann stütze ich mich noch in die Produktion vom Podcast eben, dass der jetzt zügig hochgeladen wird. Ja, okay. Und, Ne, danke, ich logge mich jetzt auch aus hier. Ja, wie immer, ne? Ciao. Geiler Scheiß. Ciao, ciao.
So, hinten der Pechvogel nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, du wolltest nicht mehr lange bleiben heute, weil ich wollte jetzt eigentlich Haier machen gehen. Ich muss morgen früh aufstehen und dann fange ich... Oh, die Nachbarn werden sich freuen. Die Nachbarn werden sich morgen freuen. Weil um 8.30 Uhr schmeiße ich nämlich die Kettensäge an. Ding, 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 ding. Ich freue mich schon. Das wird richtig assi. Das wird richtig assi. Und dann werde ich durchsägen. Richtig, richtig schön. Mit der Kette sehe ich. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Das wird ein Spaß, Freunde. Ey, Pechvogel, nochmal vielen, vielen Dank, ne? Richtig geiler Scheiß. Wollt mal schnell was da lassen, sagt er. Wie gesagt, am Ende, wenn du einen Chromecast kaufst, der kostet 30, 40 Euro oder so. Und dann schließt du den mal an und dann probiert man das ein, zweimal aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du 2 Wochen Zeit, das Ding wieder zurückzubringen und dein Geld wieder zu holen. Da fragt keiner nach, da brauchst du keine Daten abgeben oder sonst irgendwas. Legst das Ding irgendwo beim Mediamarkt auf den Tisch und sagst hier, das funktioniert nicht richtig. Und das überprüft keiner, ob das geht oder nicht. Die nehmen das mit und dann wird das irgendwo weggeschmissen. So traurig es klingt, aber es ist höchstwahrscheinlich so. Real-Life-Let's Play mit der Kettensäge. Nee, das Problem ist, ich würde es ja machen. Ne? Ich würde es ja machen, irgendwie dann streamen und so, aber meine Tochter läuft dann hier rum, die hilft ja dann ein bisschen so. Ne? Die will dann irgendwie ein paar Stöckchen schleppen und springt dann hinten im Trampolin rum und so und dann kann ich das halt einfach nicht machen. Dann kann ich das nicht bringen. Ne? Wenn ich es jetzt ganz alleine machen würde, so, ich hatte schon überlegt, so mein Rechner, der andere, der alte, mehr oder weniger halbwegs funktionierende, der würde zum Streamen auch reichen, so, da müsste ich halt nur ein paar Sachen, so, ich müsste halt nur das Mischpult und die Kamera quasi dann nach unten schleppen und anschließen. Und, es wäre machbar, aber wie gesagt, meine Tochter ist dann hier. Und das geht dann nicht so. Leute, morgen. Jetzt zum Thema morgen. Und ich denke, wenn ich morgen, ich stehe halt sehr früh auf und so, und wenn die Kurze dann im Kindergarten ist, dann muss ich kurz noch an eine Teststation fahren, weil ich ja fürs Kino brauche 2G plus. Und und ich muss noch Arbeitshandschuhe kaufen für mein Aushilfspersonal. Und ja, das heißt, ich werde sehr früh aufstehen und Spider-Man fängt um 20.15 Uhr an und ja, geht 150 Minuten knapp plus Vorschau und Gebrabbel. Wenn ich es schaffe, wach zu bleiben, dann fahre ich zurück und dann ist es schon ziemlich spät. Ob ich dann noch streame, kann ich euch nicht versprechen. Ja, kann vielleicht sein, dass ich mich dann, weil ich nicht pennen kann und irgendwie dann Spider-Man spoilern will oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht ballere ich mir auch einen Riesenbecher mit 2 Liter Cola rein oder so. Da habe ich nämlich auch mal wieder Bock drauf. Einfach so richtig schöne Coke. Jetzt habe ich heute natürlich schon 1 Liter Fanta gesoffen, was eigentlich nicht so geil ist. Aber es war jetzt mal eine Ausnahme. Wie gesagt, normalerweise trinke ich nicht so viel Zuckerzeug. Und so auf meine 3 Liter Wasser komme ich sowieso nie. Aber so 1,5 bis 2 Liter schaffe ich schon. Und meine alte Zellstruktur verträgt das sowieso nicht. Wenn ich 3 Liter Wasser trinke, geht es mir am nächsten Tag immer schlecht und ich schwelle überall an und so. Bei mir reichen so 1,5 bis 2 Liter. Wenn ich jetzt körperlich arbeite, dann vielleicht ein bisschen mehr. Gönn dir einen gemütlichen Abend zum Erholen, das ist auch wichtig. Ja, sage ich ja. Ne, das ist, es wird, wie gesagt, ein bisschen strange, weil ich das noch nie gemacht habe. Wie gesagt, ich bin Mitte 30 und ich war in meinem Leben noch nie alleine in einem Kinofilm. So, das ist irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber dafür habe ich einen coolen D-Box-Sitz gebucht. Ja, und dann nehme ich mir 2 Gil Cola mit. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mir Nachos hole. Eigentlich ist Nacho ein Muss, aber wenn ich jetzt auch alleine bin, dann kriege ich die Nachos wahrscheinlich nicht alle durch. Wobei, es ist ein langer Film.
Bleibt wahrscheinlich viel Popcorn übrig, aber das futtert dann meine Tochter am nächsten Tag. Das ist eigentlich ein guter Plan. Mittleres Popcorn, Schale Nachos und ein ordentlich fettes Getränk dazu. Ich glaube, das wird so meine Auswahl werden für morgen. Und ja, weil ich muss Spider-Man sehen. Es geht nicht anders. Also jetzt, ich konnte bei vielen Filmen warten, aber Spider-Man ist, muss ich halt sehen. Ich muss den jetzt möglichst früh sehen. Weil ich keinen Bock habe, da wieder zu warten, bis der dann bei Disney Plus läuft. Weil wahrscheinlich wird der sehr, sehr gut laufen, trotz dass diese bescheuerten Kinoregeln halt und so gut bescheuert sind sie jetzt nicht. Wird schon alles irgendwo Sinn und Zweck haben. Aber ne, sind trotzdem halt, für viele sind sie halt ein Hindernis, aber es sind genug Menschen geimpft, um die Kinos bis zur erlaubten Grenze voll zu machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil viele Plätze gab es nicht mehr. Und ich habe auch heute noch mal reingeguckt in diese Saalplanbuchung so, und da ist alles, was geht, auf jeden Fall ausgereizt. Und der läuft, glaube ich, in 3 Sälen, der Film oder so, morgen Abend da, und ist komplett weggelunzt alles. Ja, hinten der Pechvogel sowieso, ne? Hinten. Also mit Mitte 30 machst du ja keinen Kopf mehr. Was draußen passiert in der Welt, sollen sich alle irgendwie noch um ihre großen Träume prügeln? Ich meine, ne, ich lebe den Traum ja. Klar, verdiene ich jetzt nicht so viel, dass ich davon irgendwie. Also ich kann noch jungen Mädchen Urlaubsreisen finanzieren, kann ich nicht. Ne, aber ich habe meine Miete, ich habe Essen und ich habe zwischendurch einfach mal kleine Überraschungen für meine Tochter, beziehungsweise halt mal alle 2 Monate ihr Pony-Magazin da mit ihrem Schleichpferd, was sie unbedingt immer haben will, und zwischendurch mal eine Mickey-Maus, weil da irgendwie ein Leuchtschwert drin ist oder so, und ja, ne, und ein bisschen Junkfood, dafür reicht's, und dann habe ich alles, was ich brauche, ne. Dann habe ich alles, was nötig ist, und das reicht ja dann auch. Ne? Ja, Freunde, ich wünsche euch allen eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, dann, ja, vielleicht machen wir Samstag ein bisschen. Nee, Samstag geht auch. Also Samstag geht gar nicht. Samstag bin ich auf den Geburtstag eingeladen. Aber es ist eher so eine, ja, ich werde 30 und chill mit 2, 3 Kumpels bei mir zu Hause. So, wir machen jetzt nichts Dickes und schauen irgendwie ein bisschen Fernsehen. Und, ne, also Kumpel wird 30 irgendwie am Sonntag und der will dann reinfeiern, in Anführungszeichen. Kannst ja sowieso nicht, ne. Ausgerechnet Schleich, meine Nichten fahren auch drauf ab, ja. Also, was meine Tochter von Schleich absolut liebt, ist halt, wie gesagt, alle 2 Monate diese Pferdezeitschrift, aber gut, die kosten 5er, ne, das geht klar. Das geht übel klar eigentlich. Und Schleich verliert nicht an Wert. Also Schleich kannst du, selbst wenn die damit baden gehen, und weiß ich nicht, Schleich kannst du in 5 Jahren, kannst du die Figur für fast denselben Preis verkaufen, wenn du sie jetzt nicht durchgehend in der prallen Sonne stehen hattest, so. Ne, Schleich verliert nicht an Wert. Und wo sie halt jetzt voll drauf abfährt, ist, die haben irgendwie so eine Mystery-Figurenreihe, da gibt es dann so einen Feueradler und so einen Bären mit so einer Eisaxt und so einen Eiswolf und so ein Pflanzenmonster und so. Und da fährt sie jetzt auch voll drauf ab. Da hatte ich ihr, weil sie beim Fädenziehen von dem Autounfall, war sie ja beim Fädenziehen jetzt die Tage, und da war, und sie hatte richtig, die hatte immer Angst davor, immer wenn du gesagt hast, hey, jetzt kriegst du die Fäden raus, und dann hat sie immer, und ne, wollte sie nicht, fand sie jetzt nicht so cool. Sie hatte ein bisschen Angst davor. Weil sie dann so mutig war, habe ich ihr dann für 10 diesen Eiswolf gekauft. Und dann war das ganz schnell wieder vergessen. Und dann hat der Eiswolf mit ihrem Feueradler gekämpft, auch wenn sie eigentlich ja so gegensätzlich sind. Und das hat sie mir dann auch genau erklärt, weil der Eiswolf, der ist dann so kalt, dass das Feuer nicht an ihn rankommt. Und der Feueradler, der ist dann so heiß, dass das nicht an ihn rankommt. Und deswegen können die sich gegenseitig nicht verletzen und sind Freunde. Und deswegen mag ich dieses Kind so, weil sie, egal wie gegensätzlich Menschen sind, immer die Vorteile sieht, warum sie denn trotzdem miteinander spielen können.
Habe ich da nicht allzu viel falsch gemacht, wenn sie da den Sinn schon hinter versteht. Naja, gut. Leute, ich wünsche euch allen eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht. Wir sehen uns, ne, wie gesagt, dann spätestens am Sonntag wieder. Ansonsten bis dahin wünsche ich euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Vielleicht haben wir Glück und ich schlüpfe morgen Abend noch mal eine Stunde rein. Aber ich glaube eher nicht. Wenn ich dann aus dem Kino komme, bin ich wahrscheinlich so fertig. Ne, weil das wird ein langer, langer, langer Tag mit viel, viel Kettensägenarbeit und viel Holzmacharbeit und bin ich froh, wenn ich es aus dem Kino wieder zurückschaffe. Ansonsten muss ich mir irgendwie junger Mann zum Mitreisen gesucht oder so suchen, der dann mich nach Hause fährt. Ein 30er feiern hört sich gut an. Ich habe auf meinem 30. Geburtstag, beziehungsweise in der Nacht auf meinen 30. Geburtstag, habe ich alleine im Zimmer von meinem Bruder gesessen, als ich im Urlaub bei meinen Eltern war und habe Scrubs geguckt. Ich brauche sowas nicht. Das ist für mich, 30 ist kein Tag zum Feiern. Das ist ein Trauertag. Da könntest du Leute einladen mit schwarzen Hüten, die dann Blumen vor deine Füße werfen und sagen, viel Spaß mit deinen Knieschmerzen. Na, los, heb die Blumen doch auf. Geht nicht, weil der Rücken wehtut, richtig? Das ist ein Trauertag. Das hat nichts mit Feiern zu tun. Naja, Leute, ich bedanke mich, macht's gut, schlaft schön, vielen, vielen Dank für den Support, danke für die Donations, danke für die VIPs, danke an alle Lurks da draußen, vielen Dank an die moderativen Moderatoren für ihre moderative Moderationsarbeit und vielen Dank für die Unterstützung im Chat, vor allen Dingen alle Menschen, die sich nett in wunderschönen, kontroversen Diskussionen und lustigen Gesprächen und kleinen Dialogen immer wieder hier vergnügen, beim alten Mann, vor ihren Smartphones, vor den Fernsehern. Und vor den Tablets und allen Empfangsgeräten, die da draußen mittlerweile so existieren in dieser Welt, für die wegen dessen Existenz Chipleitermangel herrscht und nicht genug Playstations da sind. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung und macht's gut. Schlaft schön, gute Nacht, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao mit auch.